Weil der Punkt ist, warum ich heute gesagt habe, ich mache mir die Bluetooth-Kopfhörer rein, ist halt auch der, dass ich heute keinen Bock auf so ein Kabel hier hatte. Außerdem, guck doch mal bitte schön, wie schön meine Haare sind. Ich war jetzt letzte Woche erst beim Friseur. Oh. Charisma und Weisheit. Nein, der Sorcerer mit Charisma. Ja, ne? Die sind ein bisschen. Die sind etwas kürzer geworden jetzt. Ich habe sie etwas schneiden lassen. Das ganze Dünne unten an den Spitzen ist halt weg. Und dadurch wirken die jetzt wieder voller. So. Ja. Ja. Moment. Es müsste eigentlich im Stone of Galore drin stehen. Ja, warte, ich guck mal eben. Ja, deswegen sagt sie gerade, ich schaue noch mal eben gerade. Legend Lore. Nee, du brauchst das nicht. Weil du dafür halt ein Charges. Nee, weil du den Charge opferst von dem. Der hat drei Charges. Genau. Also, ja, der Zauberer bekommt auf dem ersten Level zwei Spells und danach jedes Level ein. Genau. Alles gut. Und denk dran, du hast so viele Sorcerer Points, wie du Le Sorcerer Level hast. Genau, und es gibt Domain Spells, das sind auf Level 1, 3 und 5. Also 1, 3 und 5 zum Beispiel, das ist jetzt für euch relevant, da hat man, sind Domain Spells, die deiner Domain zugeordnet sind. Naja, du hast auf Level. Was hast du für ein Sorcerer? Drachenblutlinie. Ja, Moment. Dann machen wir das eben on-stream. Ja, weil von den Originalregeln her hat der Drachenblut-Sorcerer auch keine. Aber durch Tascha sind ja welche dazugekommen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann kriegen alle Sorcerer das bei mir. Das ist ja total bescheuert, dass das nur ein Teil der Subclasses können. Ich muss mal eben einmal schnell in die Sorcerer-Spell-List gucken. Was für dich geeignet ist. Weil du bekommst nämlich dann nämlich noch vier weitere Zauber, weil du bekommst auf Level 1 hast du zwei und auf Level 3 hast du zwei bekommen. Wie gesagt, ich muss nur einmal in die Sorcerer Spell List gucken. Ja, was macht denn Sinn? Ja, Burning Hand macht es auf jeden Fall Sinn. Burning Hands. Und ja, Chromatic Orb. Ja, dann suchst du dir noch einen anderen aus, weil dann ist das, dann hast du den ja durch die, da du den durch die Domäne gekriegt hast, hast du noch einen frei dann auf dem. So, und auf Level, und genau, und auf dem Second Space Slot kriegst du halt auch noch zwei. Da würde ich dir natürlich Dragon Breath geben. Und was halt auch zum. Ja, was passt denn noch? Ja, Rhymes Binding Ice. Ja.
Man hört euch im Stream nicht. Wieso hört man euch im Stream? Oh, Moment, warte mal eben. Ich muss mal kurz was überlegen. Ich glaube... Moment, Moment, Moment. Ja. Ich muss mal eben kurz gucken. Weil ich doch die Bluetooth-Kopfhörer drin habe. Typische Problem, immer und immer wieder. So, jetzt müsste man euch wieder hören, weil ich das hier umgestellt habe. Yes. Ist denn der Rhymes Binding alles? Ja. Ja, weil ich heute mal die Bluetooth-Kopfhörer wieder benutzt habe, habe ich vergessen, das umzustellen in OBS. Mhm. Mein Fehler. Kannst du mir den Zauber reinziehen? Ich habe kein Fitzband. Ja, ist okay, kann ich machen. Nicht du. Wo bist du denn? Bin ich jetzt da? Ich wollte gerade sagen, laufe die ganze Zeit an deinem Charakter vorbei. Loslassen. Ey! Oh, meine Maus verarscht mich gerade. So. Ich guck da weiter nach einem Level 1 Spell. Verarsche zurück. Müssen wir gucken. Warum habe ich keinen Chaos Bolt? Ich bin ein Sorcerer. Ja, du hast ja noch einen frei auf 1, also kannst du den ja noch nehmen. Den werde ich jetzt auch nehmen. So, habe ich dir reingezogen. Jawohl, danke dir. Gut. So. Aber, ich hoffe, die Musik ist gut, weil ich höre heute aufgrund der Bluetooth-Kopfhörer die Musik nicht. Deswegen habe ich da keine Ahnung, was da jetzt gerade, ob die Lautstärke okay ist. Aber sie ist auf 3% eingestellt, genauso wie in den anderen Gruppen auch. Und deswegen glaube ich, sollte das ganz gut passen. Alles klar, nachher kommen alle hier... Anzeige wegen Hörfurz. Oh, Frage, welche Musik? Okay, dann funktioniert es nicht. Dann liegt es auch wieder daran, weil ich... Also die Blutgruppe alles ändern. Danke dir. Was ist jetzt? Hm? Ich frag grad, man hört. Jetzt hört man's? Ja. Okay, okay, das ist schön. Das heißt, die Bluetooth-Kopfhörer ändern alles, muss ich alles an meinen Einstellungen ändern. Das heißt, wenn ich das nächste Mal wieder mit Headset spiele, ist sie wieder übertrieben laut. Passt die oder kann die noch lauter? Soweit ich gerade gehört habe, passt das so. Okay, gut. Wunderbar. Dann, wer macht das Recap? Ich hab's das letzte Mal gemacht. Mhm. Oh, so viele. Schön. Es hat auch letztes Mal jemand gefehlt, oder? Ja, letztes Mal Kilian gefehlt, oder? Okay. Nee, Kilian hat das letzte Mal gefehlt. Ja, doch, Kilian hat gefehlt, ja. Also mach ich ein D4 und es trifft... Nee, mal, du bist raus. Dann trifft es Wolfi. Was? Moment. Alles gut. Schluck erstmal runter. Nein, Philipp, nicht sagen. Nein, nicht gut. Und, warte ganz kurz. Und ihr seid Schweine, weil ihr dran gedacht habt. Ihr seid die Schweine. Ich hab nur dran gedacht, weil es Philipp gesagt hat. Ich meine damit alle, ihr, die draußen im Chat, alle, die was Böses gedacht haben, ihr seid die Schweine, nicht ich. Ich auch Timo, nicht, ich war artig. Timo. Hä? Was anderes erwartet. Ist Fenris denn da? Was haben von alle? Ja, sie fliegen. Okay, sie. Ich glaube, letztes Mal haben wir in unserer Taverne gestartet. Wir haben uns vorbereitet, um zu diesem Schatz zu kommen, wo wir dann auch hin sind. Geimer hat davor die Zwergin geholt. Wir hatten die anderen Sachen dabei und Nikolas hat uns den Weg geleitet. Gesagt, getan. Wir kamen da auch relativ gut an. Nur war dieser
Turm oder das Anwesen von einer Dame belegt, die sich das gekauft hat. Und mit der haben wir so eine Art, sind wir ein Deal eingegangen, dass sie wohl was abbekommt, wenn wir fertig sind. Wir dafür aber da rein dürfen. Wir sind dort rein, haben gegen einen komischen Stein gekämpft. Musa war die Person, die unsichtbar war. War relativ lustig. Es waren drei Brücken, die aber komplett teilweise zerbrochen waren und einsturzgefährdet. Der ein oder andere ist rübergesprungen, hat es geschafft, wodurch die Brücke aber über die Hälfte weiter zerstört wurde und man nicht mehr zurückkam. Der eine oder die andere ist auch in die Tiefe gefallen und hat sich sehr wehgetan. Dementsprechend haben wir es dann trotz allem geschafft, alle Leute ins richtige Türchen zu kriegen, wo es weiterging. Weiter hinunter haben wir dann, oder weiter voran, sind wir dann einer Gestalt begegnet, der golden war, mit einem Stab, mit dem wir geredet haben, wo sich dann, glaube ich, jeder zum Schluss sich auch denken konnte, dass er der Drache war, der Goldene. Und mit sehr vielen hin und her diskutieren und versuchen, diesen Drachen umzustimmen, uns diesen Schatz aushändig zu machen, dass wir auch deswegen geschickt wurden, haben wir den Schatz bekommen mit der Aussage, dass wir diesen Schatz nicht für uns nehmen, sondern dass wir wirklich diesen Schatz zurückgeben und keinen Eigenbedarf gehen. Ja, Nikolas hat mit den noch Eindruck hinterlassen mit den Hafnern, hat die auch direkt geholt, damit sie uns helfen, den Schatz rauszuholen. Und es gab dort aber auch einen kleinen Streit zwischen Musa und Galma, weil Galma dreimal, während wir dort mit dem Drachen geredet haben, fing Galma dreimal hintereinander an, wegen der Zwergendame, die sollen wir nicht vergessen, die müssen wir auch bezahlen. Und auf ein einfaches, das reden wir später oder lass es jetzt, hat er nicht reagiert. Dementsprechend ist Musa ein bisschen aus ihrer barbarischen Haut gefahren und hatte den Spruch gebracht, wenn du jetzt nicht deinen Mund hältst, hast du gleich meinen Katana an der Kehle oder im Gesicht, irgendwie sowas, was Galma nicht so lustig fand. Dementsprechend sind wir dann alle raus, haben gesehen, dass die Dame, der das Anwesen gehört, mitten in einem Kampf war. Ihr haben wir dann geholfen. Sie fand es nicht so lustig, dass sie vom Schatz nichts bekommt. Hat sich dann kurz noch mit Lady Muriel gehabt. Wo sie dann... Einige sagen, es ist gut gemeinter Rat, andere sagen, es ist eine Drohung, dass sie sich doch verkriechen soll, bevor sie gleich was abkriegt. Und somit sind wir auch alle zurück. Wir haben die Möglichkeit gehabt, einen Teil vom Schatz zu kriegen. Wie ich herausgehört habe, hat Fenris und Galma dementsprechend zugestimmt, dass sie die Geldsumme haben wollen. Der Rest hat aber lediglich gesagt, nein, wollen wir nicht. Aber trotz allem, was wir für die Stadt getan haben, haben wir alle trotz allem ein kleines Dankeschön bekommen und eins unserer Gegenstände wurde leicht verzaubert, sodass wir vernünftig weiter Gutes tun können. Okay. Dankeschön. Ich möchte einmal ganz kurz... dann auch mal ganz eben auf Mimi eingehen. Sie hat sich nämlich von mir jetzt einen schmutzigen Reim gewünscht. Ich weiß halt nur noch nicht, ob ich sehr, sehr banal damit umgehen sollte oder ob wir etwas... Also einfach ganz einfach. Er ist einfach. Er ist sehr, sehr einfach. Ich habe ihn tatsächlich mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo.
Und da geht ganz einfach, ist einfach, auf jedem Schiff, das dampft und segelt, ist einer, der die Putzfrau vögelt. Mimi hat auch einen Keim eingelöst. Es ist mir egal. Ich habe sie gerade gefragt, ob ich einen Sputzing oder machen soll. Ich weiß, dass du den eingelöst hast, aber sie durfte jetzt gerade entscheiden, weil ich deine nicht mehr lager. Wie meine Reime? Hallo, das ist mein Spaß. Die sollen gelagert werden. Nein, ich hatte gedacht, es wird mal wieder an der Zeit, dass ich mal auch mal darauf reagiere, damit es nicht immer nur so aussieht, als würde ich das alles ignorieren. Weil ich auch momentan nicht, obwohl ich komme ja auch nicht dazu, das dir hinterher zu schreiben. Ich löse keine Reime mehr ein, jetzt hast du es kaputt gemacht. Ja! Ach Timo, ich löse einfach 6-mal meinen gestatteten PMP mit und dann hat sich das auch. Ja, ne? Das ist super. Nee, basically finde ich das wirklich gut, weil daraus richtig gute Ideen entstehen immer wieder. Wenn ich meine Idee hätte. Ich sammle auch noch Ideen, also. Ich habe das Problem. Ich habe Ideen, aber die sind teilweise so edgy, dass es dann wieder zu viel wird. Wir müssen mal privat reden. Weil ich kann ja auch edgy Ideen einfach abändern. Und den Kern der Idee mitnehmen. Ja. Ne? Also. Okay, aber. Folgender Punkt. Es sind 2 Monate ungefähr vorbeigegangen. Ihr habt ein bisschen Zeit in der Stadt noch verbracht, weiter eure Taverne sich gekümmert, die mehr oder minder gut läuft. Die Geschichten darüber, dass ihr den Drachenschatz gefunden habt, bringen euch immer wieder neue Gäste in die Taverne. Aber Musa und Nikolas, euch beiden lässt dieser Gedanke nicht los, was Liv gesagt hat bezüglich eurer Verbindung. Und der Aussage, dass ihr tiefer gehen müsst. Es ist insofern so hin, dass euch irgendwann der Gedanke besteigt, dass ihr irgendwann mal entschlossen habt, mit der Gruppe zu sprechen und zu sagen, okay, wir müssen, dass ihr in den, um mitzuteilen, dass ihr in den Undermountain gehen wollt. Mhm. Marlies. Ja. Bei dir ist das ähnlich. Auch du spürst einen unweigerlichen Drang, in den Undermountain zu gehen, aber bei dir ist es eher so, dass du in einem deiner Träume, als du geschlafen hast, gehört hast, so, du weißt nicht, woher diese Stimme kommt oder was es war. Aber du hast so das Gefühl gehabt zu hören von wegen, beschütze die 2. No. Und du hast, für dich ist es einfach klar, du musst da sowieso, ne, zum einen klar, ne, hast du auch ganz bestimmte andere Gründe noch, weil da noch eine persönliche Verbindung jetzt existiert, ne? Mhm. Aber irgendwas sagt dir, das ist deine Aufgabe. So, gut, Muriel ist jetzt nicht da, aber die kommt sowieso mit. Fenris. Jo. Wir beide wissen sowieso, dass du da runter willst, richtig? Auf jeden Fall. Ich meine, zwischendurch habe ich wahrscheinlich noch viel am Hafen oder bei meinem Captain da ein paar Sachen zu erledigen. Allerdings werde ich hauptsächlich wahrscheinlich mitkommen. Okay. Mimis Charakter, also Muriel, die wird einfach sowieso alle wohin gehen. Ne? Die geht da mit, weil sie hat ja auch unterstützen. Ne, sie hat nicht nur das. Muriel hat es sich ja auch irgendwo zur Aufgabe gemacht zu sagen, okay, ich möchte mehr als nur eine Ravenguard sein. Genau. Eben nennen wir es Gruppenzwang. Und dann hat sie Galma aufgegabelt in der Taverne und seitdem. Galma. Ja. Die Leute haben wahrscheinlich schon davon berichtet, so ein bisschen, das auch zumindest angedeutet. Ihr seid gerade am Reden. Miteinander, eine Abend wie immer. Ne, die Taverne füllt sich. Als plötzlich 2 Leute vor dir stehen. So, sehen aus wie Schlägertypen, wie man sie kennt halt, ne? Guckt einer zu dir runter und sagt, ey, Winzling. Wir haben gehört, du sollst einen Drachen bezirzt haben.
Dalmar grinst. So, kann ich mir gar nicht in die Brust raus, stolz. Kann ich mir gar nicht vorstellen bei deiner hässlichen Fresse. Wir können ja deine Fresse mit dem Tisch vereinen. Da hat, guck das Kollege an, der hat aber einen Mut. Er will ja sogar seine eigene Einrichtung. Denk dran, du bist in deiner Taverne. Ja. Moment, ich hab da Telefon. Ganz grimmig hingeschaut. Wo ist unser Rausschmeißer? Und ich schau mich schon mal so um. Och ja, Moment! Da war ja was. Ich weiß, wer der Rausschmeißer ist. Du meinst Bruck Knochenbrecher? Unser Ork. Hey, seit wann haben wir einen Ork? Wir haben hier. Immer. Der ja. Söldner. Wir haben Mensch, der Patrick. Halbelf, Terek. Ork, Bruck, Knochenbrecher. Ist der Türsteher. Bedienung, Bedienung. Ja. Epharon. Also, erstmal zwei Leute stehen sofort bei dir, Geimer. Erstmal Jörn. Und natürlich euer Halborg. Jörn legt dir die Hand auf die Schulter und sagt so, ich will hier nicht wieder aufräumen, bitte. Und Uru guckt so, soll ich denn die Fresse polieren? Nur zur Tür bekleiden, das wäre doch toll. Und der eine von den beiden guckt runter zu dir und sagt, siehst du, die Prinzessin hat so viel Schiss vor uns, dass sie sich von ihren Rittern retten lassen muss. Ich möchte meine in die Fresse hauen. Nein! Oder der andere würde noch sagen so, hey, Prinzessin, wenn du dich traust, wir warten draußen in der Gasse auf dich. Nein, ich hau ihm hier einen in die Fresse. Okay, warte mal, ich muss mal eben für den NPC einen Wurf machen, Lieben. Ich mach mal eben zwei Würfe. Weil Ruk und Jörn wollen dich beide davon abhalten und eine von beiden hat in der 20 gewürfelt. Nice. Du wirst gerade noch so zurückgehalten. Und die beiden verlassen den Raum, die Taverne mit den Worten so. ist die Prinzessin gerettet worden von ihren Rittern. Hoffentlich lässt sie ihnen heute Nacht schön den Hintern verpudern. Ist Fenris in der Taverne anwesend? Aber gerade? Sicher. Ja. Ich gehe zu Fenris. Darf ich noch einen Spruch hinterherrufen? Ja. Ich hätte nämlich gesagt, ja, und ihr könnt woanders hingehen. Solche Leute wie euch brauche ich hier nicht. Ich will solche Schläger nicht in meiner Taverne haben. Ich gehe zu Fenris. Fenris? Ja. Erinnert ihr euch an die Sache mit den Steinen und dem Wasser? Ja. Ihr habt die zwei Typen bemerkt? Mhm. Ich glaube, die können nicht schwimmen. Willst du sie verschwinden lassen oder willst du denen einfach nur ein paar auf die Fresse hauen? Verschwinden wäre es mir lieber. Das wird dir ein bisschen was kosten, aber ich könnte auch was arrangieren. Ja, das darf ich schon. Ich mach mich mal schlau. Und dann setze ich mich wieder an meinen Tisch und trinke mein Bier weiter. Ohne zu denen zu gehen. Okay. Möchtet ihr sonst noch was tun oder lasst ihr den Tag verstreichen? Ich mach mich sehr Bier. Mich wäre die Frage, ob Nikolas das oben in der Bibliothek mitkriegt. Nee, dafür ist es zu laut unten. Ja, weil das ist gut, weil wenn das wirklich hätte, wären draußen jetzt zwei Blitze eingeschlagen. Okay. Dann beginnt der nächste Tag. Geimer. Du stellst plötzlich fest, dass vor deiner Haustür ein kleines Paket, also vor eurer Taverne ein kleines Paket ist. Oh nein. Ich muss nicht, die brennt der Haufen. Nein. Oh, das ist ein Paket. Ja. Gestern haben mich seltsame Leute bedroht. Ja. Bringen wir es in eine Gasse und verbrennen wir es. Okay, dann riechst du, während du es anzündest, läuft ein bisschen was zur Seite raus und du siehst, dass da irgendwie Klamotten drinne waren. Oder scheinen drinne zu sein. Jetzt brennen sie. Jetzt brennen. Das ist zu spät. Alles gut. Zur Not kannst du es ausmachen.
Ich hab nichts im Feuer auszumachen. Du hast deinen Fuß. Kannst du ja, warte mal, dann brennt's ja auch nicht, es brennt ja nicht lichterloh sofort weg. Ne? Du zündest ein paar, wenn, das ist nicht wie Papier, wo schweckt, sondern das ist, dauert ein bisschen länger. Ne? Also das schwirrt ein bisschen. Also du müsstest, wenn du das bis zum Ende abguckst, müsstest du da 5 Minuten kann stehen bleiben. Kann ich die Spielerei nicht auch ein Feuer löschen? Was denn? Ja doch, ich kann mit Prestidigation einfach. Ja, ja. Schnips und aus. Ja, dann machst du was. Okay, ja. Jetzt guck ich vielleicht doch mal mit die verbrannten Sachen. Okay, da drin ist ein Prinzessinnenkleid. Ich zünd's wieder an. Und geh wieder in die Taverne. Da hat jemand Blut geleckt. Ja. Ja. Okay. Fenris? Ja. Du gehst über deine Kontakte, richtig? Ja. Hm. Zu den Leuten kann dir keiner was sagen. Die sind unbekannt. Die sind unbekannt? Hm. Das ist kein gutes Zeichen. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Hm. Also die sind auch unauffindbar. Oh, jetzt wird's interessant. Hm. Okay. Als es abends wird, ist wieder ein normaler Tavernenbetrieb. Fenris, Geimer. Mhm. Ihr hört, dass einer der Gäste davon erzählt, dass draußen zwei Typen sind, die den Leuten, die hier reingehen, erzählt, dass die große, berühmte Zwergenprinzessin in dieser Taverne haust. Ich hau Fenris an. Na, Prinzessin? Ja, komm. Wir gucken mal, was die da so draußen so alles veranstalten. Ja. Okay, ich nehme nur mein Schild kurz mit. Ihr geht vor die Tür, ihr beiden. Ja. Hm? Ihr seht, wie die beiden da draußen stehen, genau die von dem Abend davor, dich sehen, dir eine Kusshand zuwerfen und in einen der Gassen verschwinden. Folgen wir doch mal brav. Nicht wahr, Fenris? Gib mir mal 2 Minuten, ich hole mal eben ein paar Sachen. Ich warte. Ja, ich würde halt meine Sachen holen, falls das wieder geteilt sein sollte. Okay. Und ich würde tatsächlich Muser und wenn Marlies anwesend ist, Marlies auch noch Bescheid sagen. Mhm. Nikolaus würde ich auch noch, auch zwar ungern stören, aber ihm würde ich vorsichtshalber auch Bescheid sagen. Okay, ihr sagt einmal Bescheid. Was machen die anderen? Ja, wenn mir Bescheid gesagt wird, fahre ich einmal kurz die Augen und würde mitgehen. Also ihr geht alle mit in diese Gasse. Nee, Marlies nicht. Marlies nicht. Ich würde Miosa bitten, in der Taverne zu bleiben. Das kriegen wir schon hin. Marlies würde einfach in der Taverne einfach lauter anfangen zu spielen und für sehr viel Krach wirken. Und sollten sich Leute anfangen umzudrehen, wenn ich so viele versuche wie möglich mit meiner Thralling Performance versuchen wieder zu mir zu. Okay, ist okay. Was ist mit Nikolas? Der wäre auch da geblieben, der hat keinen Bock. Also. Dankeschön. Danke schön. So, also es gehen Geimer, Miosa und Fenris, richtig? Ja. Wie Miosa darauf reagiert, wenn ich sage, sie soll sich um ihre eigenen Probleme kümmern. Hätte ich die Zunge rausgestreckt und wäre trotzdem rausgegangen mit den Worten, Fenris hat mir Bescheid gesagt, nicht du. Okay, dann kümmern wir uns da gleich drum. Ich werde euch gleich sagen, was Sache ist, weil es ist kurz nach 8. Ich lege jetzt eben meine Tochter hin. Und dann machen wir eben so kurz 10, vielleicht 15 Minuten Pause. Ich lasse den Stream, ich pausiere ihn jetzt nicht, das heißt, seid vorsichtig mit dem, was ihr sagt. Oh mein Gott. FSK 18. Ja, genau. Nein, FSK 18 ist ja egal. Also, der Kanal ist ja eher als FSK 18 gebrannt, Marc. Es geht, glaube ich, um verhaltensrechtliche Symboliken oder genau. Ihr solltet nur aufpassen, dass ihr halt streamfreundlich bleibt. Bis gleich. Und ich wollte gerade Wolfi beleidigen, auch Menno. Es gibt ja so ein Händelied. Wo ist denn der Mittelfinger? Wo ist denn der Mittelfinger? Hier bin ich.
Siehst du mich? Okay. Das ist wirklich fast harmlos. Es ist wirklich, kannst du mal YouTube schauen, wo ist denn der Mittelfinger? Das machen die zwar mit jedem Daumen, aber das ist so lustig. Und das eine Mal bin ich hier durchs Haus rumgelaufen und die ganze Zeit Mittelfinger gezeigt und dann so, wo ist denn der Mittelfinger? Und meine Mutter dann irgendwann so, Alter, was ist falsch mit dir? Ich bin im Zimmer, geh runter und hör nur, wie meine Mutter das Lied summt und dann nur sagt, du Fotze. Kilian, ich hab heute auf der Arbeit durch YouTube-Algorithmus wieder einen ganz, ganz lustigen Song im Ohr gehabt. Ah, ich hab's hier schon gelesen. Der Song ist super. Der so, Ork im Wald, das ist ein super gleich. Song. Ja, ist so. So, aber ich... Mit der Gestik, mit der Intention, dass du sie wirklich umbringen willst, oder willst du sie nur eine Lehre erteilen? Also, ich hätte kein Problem, wenn sie versehentlich sterben, wenn sie mich angreifen. Dann ist es Totschlag und dann ist es vorsätzlicher Mord. Hey, sie haben mich angegriffen. Auch ein Polizist muss sich einem Mordverfahren unterziehen, wenn er im Dienst jemanden umbringt. Klar, aber wenn er mich zuerst angreift, dann? Auch dann. Müssen die das tun? Naja, klar, aber dann bin ich ja trotzdem unschuldig. Er hat mich angegriffen. Waterdeep nicht ganz. Guck dir mal. Hier haben wir ja gerade die Gesetze nicht. Tötung mit Rechtfertigung zieht halt auch Strafe. Weil es immer noch Mord ist. Ja, was soll ich machen? Immer noch besser, als hinzugehen und ihn direkt ermorden. Wie wär's, wenn du ihn einfach nur K.O. schlägst? Ich hab keine Waffen! Ja, das ist dein Pech. Und eine Armbrust eignet sich auch nicht zum K.O. schlagen. Dann zauber nicht. Also ich sag's mal so, es gibt einen Grund, warum Nikolas nicht mitkommt. Weil er nicht mit der Intention denkt, oh, ich hau jetzt jemanden K.O. Nein, er benutzt seine Magie nur, wenn er weiß, okay, ich muss das jetzt tun. Ja. Ich beleidige meine Zwergenehre. Ich muss das jetzt tun. Oh, welche Ehre. Die Galma noch vielleicht verspürt. Vielleicht. Gegenüber der Taverne. Der Ton liegt auf vielleicht. Hey, ich hab die Schulden der Taverne beglichen. Ja. Zu Nikolas war ich auch freundlich. Das ist richtig. Zu Freunden bin ich nett. Also ich habe noch eine Moralvorstellung. Sie betrifft nur meine Freunde, aber sie existiert. Auch wenn sie geschrumpft ist. Oh mein Gott, ich liebe es, wenn Leute das tun. Ich hab voll die gute Idee. Ich lasse sie einfach lachen. Legt euch lachend auf den Boden, ihr Schweine. Dann begehst du auch eine Straftat. Ja, aber ich bringe sie ja nicht. Einen Mitbürger Waterdeeps und. Obwohl, die sind ja keine Mitbürger, wenn niemand weiß, wer sie sind, oder? Gell? Oder sie müssen sich jetzt in keinem Ding. Das ist immer noch besser, als wenn ich das einsetze. Wenn ich jetzt einen angreife, das ist Körperverletzung. Das ist auch eine Straftat. Aber es ist Notwehr. Und ich nutze ja keine tödliche Magie. Oh, ich sehe gerade, ich habe ja doch einen Zauber, um Wasser zu erschaffen. Ja, ich auch, aber den benutze ich nicht, um Wasser zu erschaffen, weil das für Level 3 Slot ein bisschen verschwendet wäre. Für mich wäre das ja ein Level 1 Slot. So Wall of Water, die macht, glaube ich, ein bisschen Wasser, ne?
Was er erschaffen macht auch ein bisschen. Ach, wirklich? Das ist einer meiner sehr sinnvollen Kleriker-Spells. 10 Gallonen, um genau zu sein. Reicht. Also verdursten werde ich nie. Ach ja. Muss aber sagen, ich freue mich auf die Donnerstagsgruppe, wenn ich da meinen neuen Charakter habe. Frage, man kann doch mit Wasser erschaffen, in jedem Behälter Wasser erschaffen. Ja, kann man. Also wenn man das so sieht, Lungen sind doch auch Behälter, oder? Nein, Schweini, das kannst du nicht. Weil es ein offener Behälter sein muss. Also du hast deinen Mund, also hat es eine Öffnung, also. In diesen Behälter passen aber keine 10 Gallonen Wasser rein. Ja, der Rest würde überlaufen. Die 10 Gallonen müssen nicht reinpassen, aber die Lungen sind kein Behälter, die gehören zu einer Kreatur und damit darfst du nicht wirken. Ja. Ich stelle mir einfach diesen Gedanken vor, geil vor. Wir hatten in der anderen Gruppe jetzt zum Beispiel so, wir sind in der Wüste unterwegs. Na, das Problem, gut, wir brauchen halt irgendeinen Behälter, wo wir Wasser drin erschaffen können, weil wir hatten jemanden, der den Zauber kann. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben ein fucking Loch gebuddelt. Kann man machen, warum nicht? Zack, Behälter. Du kannst das Wasser auch ohne Behälter erschaffen. Nein, kannst aber, du nicht. Hä, klar. Aber dann verteilt sich bei, zumindest bei niemand einfach über den ganzen Raum. Shit, du kannst Regen erschaffen, der dann in einem bestimmten Bereich niederfällt. Ich wollte gerade sagen, auch 10 Regen, Kanonen, Regen und 10 Gallonen auf einmal ist ein großer Unterschied. Ja, das stimmt. Es ist ein Unterschied, ob du auf einmal 25 Liter erschaffst oder ob es regnet. Ja. Es sind 40 Liter. Und zu der Diskussion mit der Lunge ganz stimmt. Kurz. Organe sind keine Behälter, ja, das stimmt. Dank Bluetooth-Kopfhörer habe ich eure ganze Diskussion nämlich mitgekriegt. Das war nur eine nette Unterhaltung. Naja. Eine Debatte. Und wir möchten mal wieder anmerken, dass Schweines Charakter wieder vorhat, einen Mord zu begehen. Nein, ich habe gesagt, ich würde lachen auf sie. Also. Dann können wir sie in der TKO schlagen. Es sind viele korrekte und viele falsche Aussagen getroffen worden. Mehr sage ich dazu. Oft die Diskussion, was Mord ist und was nicht. Ja, Mord wäre es nicht, wenn ich mich wehre. Nein, das ist nicht ganz korrekt. Bei Mord oder Totschlag ist immer die Frage der Motivation und der Planung hinter. Ja. Geplant ist das Ganze nicht. Wir gehen dahin, weil die Stress machen. Genau. Also ich bin jetzt auch kein Jurist, aber es ist eine sehr, sehr schwierige Definition, was Mord und was Totschlag ist. Ne? Aber ich weiß. Das ist das Einzige, was ich weiß. Totschlag kann man nämlich dann immer meistens in den meisten Fällen sagen, wenn es im Affekt passiert. Du hast aber hier, weil du in der Intention hingehst, um da Stress zu schieben, nicht unbedingt eine Affekthandlung. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja gar nicht vor, sie mir umzubringen. Nein, alles gut. Ja, aber du würdest es in Kauf nehmen, wenn es passiert, und dadurch ist es Mord. Nein, auch wiederum nicht. Das ist in Kauf nehme, wenn ich mich wehre, falls sie mich angreifen. Weil du hast beim Mord auch das Problem, dass du da ist eine Tötungsabsicht hinter. Wenn du sagst, ich möchte sie aber nicht töten, sondern ich möchte sie nur unschädlich machen, ist es nicht gleich, das meine ich damit, das ist schwierig, das ist immer oft, und deswegen, also ich werde uns auch nicht weiter was zu sagen, bevor man mich hier irgendwie wegen Fehlinformationen dran kriegt oder sonstiges. Ich sage nur, es ist nicht so einfach, wie man immer denkt. Ja. Wie gesagt, ich habe dir nicht vor, sie jetzt umzubringen. Ich werde einfach sie zum Lachen bringen und irgendwie keine Kau schlagen. Ja. Was ihre Absichten sind, werdet ihr gleich erleben. Ja, gut. Oder sie schon haben sie ein Problem. Nehmeil? Mhm. Ich bin erstmal nur da, um zu beobachten. Okay, du beobachtest. Ich stehe irgendwo in der Nähe bei Fendris und schaue alles gut. Einfach. Ja. Ihr geht in diese Gasse. Ich erzähl erstmal. Ihr geht erstmal in diese Gasse rein. Und da stehen diese zwei. Und ihr seht relativ schnell, hinter den zwei stehen noch zwei. Dahinter steht noch einer. Und ihr könnt hinten auf Balkonen und auf dem Dachboden Leute erkennen, die mit Bögen auf euch zielen. Und der in der Mitte hat eine relativ gut gepflegte Lederrüstung an. Spielt ein bisschen so mit seinem Dolch.
guckt, Geimer guckt dich an, guckt die Leute an und sagt da, na endlich. Habt ihr ihn endlich so weit provozieren können, dass er herkommt? Ist er auch der Richtige? Die anderen gucken. Ja, er ist das. Gut. Dann lasst uns die Ausgeburt von Pyrrhix erledigen. Initiative. Von wem? Pyrrhix. Ja, geil, man fragt das. Von wem? Oh, den Namen kennst du. War das nicht der... Ich glaube, den hat Geimer verdrängt. War das nicht der Drache? Nein. Ihr kennt den nicht. Ihr kennt den nicht. Der Drache hieß Aurinax. Oh, okay. Hieß Aurinax. Ja. Geimer will ihn gerade nicht kennen, sagen wir es so. Ja. Ach ja, bei euch so? Hat die gesagt, die wollen uns... Es ist dann wieder immer, wenn man zu schnell ist, ne? Ja. Ach doch. Ja, es ist, wenn der Nächste sich einwürfelt, dann kommt das. Komm, ich hab einen Bonus von 6 drauf, was soll denn das? Always Whisper. Ich muss ja alles umstellen, ich hab das vergessen, dass das ein neues Spiel ist. Naja, wenn es bin ich nicht überrascht. Zack. Dann geht der jetzt in die Ecke, weil das der Initiative-Token ist. Können dich nämlich nicht mehr überraschen, dieser Penner. Es tut mir leid, ich habe ganz vergessen, dass ich hier noch Always Whisper einstellen muss. Oh, ja. Gib mir meine Einkaufen auch gerade so kein auf Whisper gestellt. Das ist gut. Zack. Du stehst da. Habe ich gerade keine Musik mehr an, oder? Und ich dachte, ich schaffe es in der Pause, mein Eis zu essen. Nee, man hört aber im Hintergrund einen Fernseher. Ah, das ist mein Töchterchen, weil die geht jetzt doch eben ein paar Minuten später ins Bett. Okay. Aber Musik hört man nicht. Ja, das gucke ich mal eben schnell. Zitroneis ist lecker. Ich hoffe jetzt wieder, weil die ist gestoppt. Und aus welchem Grund auch immer ist die hängen geblieben. Ich höre keine Musik. Naja, das müsste gleich wieder anfangen. Der in der Mitte hatte mich nach mir gefragt. Nur mal so als Frage. Der in der Mitte hatte gesagt, okay, ja, dann lasst uns Pyrrhix Missgeburt erledigen. Okay, ganz vorne. Oh, Musik ist wieder da. Ja. Ich hätte halt definitiv neben Fenris gestanden. Ja, ist alles gut. Miros hat ja gesagt, sie bleibt ein bisschen hinter. Ja. Genau, wir machen jetzt einfach so. Okay, ich mach so und da hinten die Bogenschützen sind als erstes. Ich bin mit all meinen vor euch dran. Was? Oh, das wird böse für euch enden. Okay, ja, die schießen da hinten mit ihren Bögen. Da kommen 6 Pfeile auf Geimer geflogen. Du hast eine RK von... 16. Okay, du nimmst 7 Piercing Damage. Moment mal kurz. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ob ich einen Zauber hab? Ja. Schild. Du bist jetzt bei... Warte ganz kurz. 21, okay. Dann nimmst du die 7 nicht. Dann nimmst du auch den nicht. Dann nimmst du von dem Angriff aber 5. Von dem Angriff auch 5. Und von dem letzten dann 8. Also insgesamt 18 schon. Ja. So, dann ist er dran. Er bleibt tatsächlich stehen und wartet erstmal ab, weil sollen ja seine Leute sich drum kümmern, die jetzt an Geimer heranstürmen. Ich markiere dir mal übrigens die beiden, die dich Prinzessin genannt haben. Die haben gedasht.
Fenris. Ja. Wir sind in die Gasse gekommen. Mhm. Wir haben kurz was gesagt. Und dann kamen schon die Pfeile geflogen. Ja. Ich bin jetzt auf das Schlimmste vorbereitet. Ziehe Rapier und mein Segel. Ja. Und versuche nur ohnmächtig zu hauen. Ich versuche nicht tödlich Schaden zu machen. Ist okay. Das ist okay. Kannst du machen. Okay. Dann auf den genau vor mir. Mhm. Erster Angriff mit dem. Warte. Ja, das trifft. Ja. Und dann. Ja. Du bist doch Rogue, ne? Ja. Auch? Warum hast du deinen Sneak Attack da nicht drin, ne? Ach, Entschuldigung. Weil, ich lass den jetzt nicht an. Lass ihn bitte einfach immer an und ich. Ja. Wenn er nicht applied, ignoriere ich ihn einfach. Ja. Okay. Da okay. Ist er. Ja, danke. Und dann habe ich ja noch mein Rapier, ne? Ja. Dann mache ich damit auch nochmal einmal mit dem Knauf. Genau, weil das ist ja Teil, das ist ja Teil des derselben Attack. Genau. Das heißt, du im Prinzip würfelst du immer beide gleichzeitig, weil du die nicht unterschiedlichen Zielen zuordnen kannst. Ja. Genau, okay. Und tatsächlich wär's das. Ja. Geimer. Ja. Geimer ist nicht stumm. Der sprüllt jetzt laut Stadtwache. Mhm. Und Deutsch. Okay. Musa. Ich hab mich selber geheilt. Musa, du darfst mal ganz kurz du darfst einen Wahrnehmungswurf machen. Ja. Er brüllt Stadtwache. Du schaust kurz nach hinten und du siehst, dass da tatsächlich ein paar Wächter stehen, aber mit dem Rücken zu euch so ein bisschen. Und die haben ein bisschen dickeren Geldbeutel in der. Die haben Geldbeutel. Also dir ist klar, dass so wie die da stehen und so wie die gucken, die wurden bestochen. Die wurden hier bestochen, kommt keiner. Ja. Wir sind ja in einer Seitengasse. Ja. Ich brauche ein bisschen Input. Ja. Wie weit ist es bis zu unserer Taverne? Du schaffst es in einer Runde zur Taverne und rein. Gut. Dann würde ich nämlich während ich losrenne, sagen, dass die Stadtwache bestochen wurde. Würde gerne in die Taverne reinrennen. Ja. Und einmal nach Malis und Nikolas schreien. Ja. Oder eher rufen. Genau. Genau. Du kannst am Ende, du bist ja die Letzte in der Person, also jetzt zu Beginn der nächsten Runde, kannst du denen die Information teilen. Aber schnell, also eine schnelle Info. Warte mal ganz kurz. Also, nicht, also, weil du hast im Prinzip nur 6 Sekunden. Einmal wird angegriffen, Stadtwache bestochen. Zwei Leute, unsere Leute werden angegriffen, Stadtwache bestochen, ich brauche euch. Gut. Und dann kannst du, könnt, wenn ihr eingreifen wollt, dürft ihr euch einwürfeln. Dann sieht die Taverne einen leicht angenervten Nikolas runterlatschen. Was soll denn der Radau hier? Okay. Dann würde ich dir das sagen. Genau. Ihr dürft quasi, das ist okay, ihr dürft schon direkt, Musa, ihr dürft auch direkt schon wieder zurücklaufen, das ist in Ordnung. Das heißt, ganz hier unten dann. Genau, dass ihr dort unten steht, da könnt ihr in der Runde auch da agieren. Mhm. Warte mal, wir laufen dann sozusagen an der Stadtwache vorbei, richtig? Ja, einen kleinen Moment mal eben. Ah, die waren längste Zeit Stadtwache, wenn wir fertig sind. Ja. Wie gut, dass wir alle nur auf Galma gehen. Ein Hoch auf meine 80 Fuß, wenn ich dasche. Boah. Ich hab 40 Fuß Movement. Diese Runde wieder so treffen, ist Kalmar, denke ich, du. I'm on speed. Ja. Also, ich will ja nichts sagen, aber mein anderer, also. Ich hätte noch, der rennt mittlerweile 60 pro Runde. Ich hätte ja noch ragen können, alles gut. Hallo, ich hab nur 30 und das find's wert.
trinken wir auch nicht mehr so das, was du unbedingt brauchst. Aber 15 nicht mehr, ne. ab 10 bist du immun gegen Gift. Alter. Also komplett Gift juckt dich gar nicht mehr. Ja. Das heißt, man kann saufen bis zum geht nicht mehr und hat keine Alkoholvergiftung oder was? Das ist das riesige Problem an meinem Charakter und du weißt das. Ja. Das ist das Schwierige an meinem Charakter. Mein Charakter versucht irgendwie mitzuhalten, weil sie dich so damals imponiert hat. Ich glaube, das hast du vergessen. Das ist der Grund, warum mein Charakter immer so viel trinkt und am nächsten Tag so am Leiden ist. Ich habe da ein kleines Hilfsmittel, das dir eventuell helfen könnte. Echt? Ja. Nein, aber der Krug, das in Wasser? Ich habe den Krug der Nüchternheit. Er entfernt nur den Alkohol daraus. Oh, wow. Dann habe ich nur Wasser. Toll. Schmeckt aber genauso. Ja. Nein, irgendwann. Ach, nee, sie macht Torban... ja am nächsten Morgen eine Marter auf. Nein, Torban wird das irgendwann auffallen, wird irgendwann darauf kommen, warum sie das macht und dann ist alles wieder gut. Ich stelle mir die Frage so, Vibe, wieso? Und die 20 Sorcerin, die Vorteile auf jegliche Art von Gift und Umgebungseffekte hat, rennt auch nicht rein. Nö, wir waren, ich und Arman waren ein hübsches Pärchen und wir waren hinten und haben über Gott und die Welt gequatscht. Okay. Das war geil. Ganz kurz, ich kann das eben einmal ganz kurz die Verwirrung im Stream aufklären, mit alles stumm und nur noch Musik weg. Wahrscheinlich ist es immer dann, wenn ich außer Reichweite mit meinem Bluetooth-Kopfhörer von dem Bluetooth-Empfänger gehe, dass, wenn ich die Verbindung zu dem PC verliere, dass dann auch automatisch alles hier gemutet ist. Das heißt, es hat keiner gehört, was für Busch wir gelabert haben. Teilweise, weil ich immer wieder in die Nähe gekommen bin. Umso besser. Ja, der Geburtstags-One-Shot war toll. Aha. Es gab viele tolle Gruppen. Ja. Okay. Let's go. So, genau. Ja. Die Bogenschützen sind wieder dran. Und die tun das, was sie am liebsten tun. Auf Geimer schießen. Mhm. Okay, da sind schon mal zwei Treffer. Boah, und die haben Nachteil? Hä? Nein, die haben doch keinen Nachteil. Ich dodge. Ach, du dodgst, ja stimmt. Entschuldige. Dann ist es nur ein Treffer. Ich hab den Dodge vergessen. Bis bei 21, ne? Jawohl. Nehmen Sie 7 Piercing Damage, mein Herr. Ich will nur kurz noch was nachlesen. Ich glaube, da brauche ich auch eine Reaktion. Okay, jetzt fehlt, glaube ich, nur noch die Musik. Ja, ich mach nochmal wieder an aus. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert.
Was möchtest du denn noch nachlesen? Ja, nee, das ist auch eine Reaktion. Ja. Also du kannst, selbst wenn du keine Reaktion, also etwas hättest, was keine Reaktion mehr ist, hättest du ja sowieso nichts machen können, weil du nicht dran bist. Du kannst nur eine Reaktion nutzen. Ja, wollen wir fragen, ob wir gucken, was... Kurz nachlesen, kurz. So, er ist dran. Er schlendert gemütlich schon mal ein bisschen näher. Oh, und denkt sich mal so, ja, okay, ich geh mal so nah. Die sind dran. Die haben so Dinger drauf. Okay. Nein. Und. Ach, da hat's. Da haben's. Nee, warte mal, du hast geschildet. Du bist jetzt bei 21. Nee, davon trifft dich keiner. Fenris. Ich verprügel den vor mir wieder mit den Knäufen meiner Waffen. Mhm. Das ist ein Treffer. Und das ist auch ein Treffer, das heißt, das sind 16, 22, der ist tot. Tot oder bewusstlos? Also bewusstlos, also in dem Sinne, ne, weil du hast ja gesagt, du machst. Genau. Genau. Der ist bewusstlos, okay. Das war's? Ich stelle mich tatsächlich nochmal hier neben Galmar. Okay. Und dann war's das. Marlies, du betrittst diese Gasse. Ne? Mhm. Und du siehst das, was da ist. Du siehst Galmar, der gespickt ist von Pfeilen, Schläger mit so Knüppeln, die auf ihm einprügeln. Und so ein Dude in einer sehr gut geölten Lederrüstung, der sich das Ganze anschaut. Ja. Dann. Darf mir. Der hier einen Wisdom Saving Throw geben. Mhm. Gegen 15. Ja. Ich wirke Hold Person auf ihn. Einmal Hold Person. Das, ja. Du siehst, dass er stehen bleibt. Er bleibt in seiner Bewegung stehen. Das war's? Nein, Bonus Action. Also ich gehe noch ein bisschen ran und dann Galma, Fenris, Muser und Nikolas dürfen sich alle 5 Temp-HP geben und als Reaktion gerne ihr Movement nutzen, um sich wegzubewegen. Gewährt keine Ops, ne? Keine Ops. Du hast keine Reaktion mehr, Geimer. Richtig. Stimmt, ich hab keine. Ach, Scheiße. Unlucky. Und ich darf mich nur wegbewegen und ich will mich hinbewegen, nicht wegbewegen. Du darfst dich hinbewegen, wo du willst. Du darfst in die Richtung gehen, in die du willst. Der Punkt ist, hätte Geimer seine Reaktion nicht benutzt, dann würde er dort nicht mehr stehen. Für sein Schild. Also. Das ist nicht unlucky, das ist genau richtig. Ich muss kurz noch ein Spell lesen. wir machen mal Folgendes. Du bist das. Am Ende des Zuges werde ich Miriel agieren lassen. Weil das Ding war tatsächlich auch so gebaut, dass ihr alle da seid. Mit der Heiler fehlt, ist das immer kritisch. Ja, alles gut. Du kriegst gleich Heilung am Ende des Zuges. Mein Zug endet hier an der Stelle. Okay. Geimer, du bist dran. Was tragen die denn für Rüstungen vor mir? Moment. Was kann ich dir sagen? Lederarmung. Warte, ich disengage. Ja, warte mal. Dann machen wir das halt so. Moment. Also wie weit ist die nächste Dings weg? Die nächste Hauptstraße? Die nächste Ecke, um die ich rennen kann. 30
Fuß, solltest du in die Taverne wiederkommen. Ja. Also wenn ich wirklich so in den Raum der komme, verstecken mich. Wer hat uns jetzt verlassen? Wolfi. Wolfi. Oder ich fange jetzt an, dich einfach umzubringen. Was? Drei von denen hätten den Tod ja schon verdient. Oh Gott, wie reizt mich das? Nein, Galma, wir töten niemanden. Nein. Galma muss sich zusammenreißen. So, da bin ich wieder. Es tut mir gerade ein bisschen leid, aber hier ist gerade so ein bisschen Stress. Ich muss gleich ein paar Minuten auch wieder kurz weg, weil wir nämlich einen kleinen sanitären Vorfall haben. Nein, also sanitär in dem Sinne von Sanitäranlagen. Oh. Ich muss gleich die Saugglocke eben ansetzen. Wie weit ist die nächste Gassenwand entfernt, wo ich um eine Ecke komme? 30 Fuß. Also mit 30 Fuß komme ich um die nächste Ecke. Ja. Alles klar, nutze ich und ich disengage. Ja, du kommst bis an die Wand. Das heißt, du würdest bei 35 Fuß würdest du um die. Dann dash ich. Kannst du disengagen als Bonusaktion? Nein, kann ich nicht. Ich dash normal. Dann kriegen die Op-Attacks. Ist ja nur noch einer. Ja gut, aber trotzdem. Ich hab noch eine Reaktion. Ja, ist okay. Er würde dich treffen. Shield. Dann trifft er dich nicht. Und dann renne ich da um die nächste Ecke. Ist okay, du rennst um die nächste Ecke. Aus der Sicht von Muriel. Die steht in der Gasse. Ja, die kann ja kurz weiter zurückgehen, das passt schon. sie hat Movement, soll ich 5 Schritte zurückgehen? Ich renne um die Ecke. Das ist nicht so, wie ich sie hier positioniere. Sie ist jetzt ein statischer Heiler. Miusa. Ja. Das geht nicht, dass die hier meine Leute angreifen. Ich würde zweimal auf den Dude hier neben mir drauf einschlagen. Natürlich non-lethal. Flavormäßig beim Katana ziehen würde ich versuchen, ihn einmal mit dem Griff zu treffen. Ich habe vergessen, Reckless anzugreifen. Oh mein Gott. Ja. Warte. Dann mache ich den nächsten jetzt mit Reckless und der bleibt einfach so, weil ich es nicht vorher angesagt habe. Kriegt er einfach nur einen Schlag ab. Ja, okay, ja, auf jeden Fall. Warte mal eben. Ich habe nur gerade festgestellt, dass ein Gegner hier eine Attacke eingetragen hat. Laut, ne, seinem Statblock, aber die Attacke fehlt. Okay. Deswegen trage ich das mal eben schnell ein. Dann könnt ihr alle schön zuschauen, wie man das hier macht. Aha, das war ist... War das eine Einladung, dass wir gucken dürfen? Nein. Ich rede vom Stream. So. Guckt mal. Und dann mache ich hier eine zweite Schadensart rein. Haha. So. Sehr schön. Und ich habe es falsch geschrieben. Ich bin so dumm. Ich beweise gerade, dass ich... Nein, ich habe mich vertippt. Ich habe versehentlich ein H mit reingetippt. Ich habe Short Sword mit SHW geschrieben. Oh, wow. Sehr schön. Okay, also du greifst den normal an da vorne, sagtest du. Ich greife ihn an, ja. Ja. Sind beides Treffer. Oh, nice. Bist du in Rage? Nein, noch nicht, weil ich es nicht angesagt habe. Okay. Das würde ich aber jetzt tun. Alles gut, ja. Okay, ja. Das war's? Yes. Nikolas. Ja, der stampft mit seinem Stab einmal auf den Boden und brüllt das laut. Wir beenden das hier und jetzt. Oben über der Gasse erscheint eine Gewitterwolke, die einen ganz lauten Donner von sich gibt. Wenn ich mich vertun habe, kann ich hier einen Blitz einschlagen lassen, ohne dass ich jemand damit treffe. Ja,
Ich will jedem drohen. Ist okay. Ja. Mach mal einen Wurf auf Einschüchtern. Moment, ich muss mir erst die Konzentration anpacken. Wurf auf Einschüchtern. Please. Ja. Ja, warte, ich mach mal. Das reicht. Okay, da hat jemand Disadvantage. Also, der Effekt, sag ich dir gleich, die werden nicht abhauen, die werden das nicht beenden. Aber du hast gerade dafür gesorgt, dass alle bis auf er in der Mitte Disadvantage auf ihre nächste Runde in ihrer nächsten Runde haben, auf ihre Angriffe. Ich habe noch was anderes damit bezwecken wollen. Ist eine riesige Gewitterwolke über der Stadt erschienen an einem bestimmten Punkt und die knallt ganz laut. Ich glaube, das hört irgendjemand. Ja. Also ich wollte damit auch die Stadtwachen alarmieren. Ja, ja. Du, die zwei Stadtwachen ignorieren uns zwar. Nee, ich glaube, den Knall hört man auch weiter weg. Genau, er ist davon ausgegangen, dass nicht die ganze Stadt bestochen ist. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay. Alleine weil mein Charakter weiß, dass der Hauptmann ein Hafner ist. Ja. Ist der Hauptmann ein Hafner oder ist das ein Hafner gewesen, der sich als Hauptmann verkleidet hat? Oh, wer weiß, wer weiß. Ist und bleibt ein Rätsel. Erstmal darf Mimi dann. Mimi macht. Mimis Charakter, Miriel. Miriel macht einfach Mass Healing World. Okay. Direkt in die Voll, ne? Ja, das sind so viele. Das würde nämlich dann auch. Geimer mit treffen. Das sind nämlich dann 11 Leben für alle. Also 11 Leben für Geimer. Also ja. 11 Leben für Geimer. Das ist egal, die knallt das einfach rein, weil sie sieht ja nicht, ne? Ich mach das so. Es ist ein statischer Punkt, so trifft sie alle. Ja, ich weiß, was ich tue. Genau, nein, ich weiß nicht, was ich tue. Ich mach einfach. Nein, das ist der einzige Zauber, der jetzt gerade von der Geimer ist, von seiner Position ist, wo sie halt ihn trotzdem eben mitkriegt. So, weil sie weiß, wo er hingelaufen ist. Es steht zwar drin, dass sie dich sehen muss eigentlich, aber naja, da zwinker ich mal ein bisschen drüber weg. Okay, die Bogenschützen sind dran. Die finden das nicht gut, was da passiert. Fenris, du hast da jemanden K.O. gehauen. Das finden die nicht gut. Du hast eine Rüstungsklasse von 17. Dann nehmen sie bitte von dem ersten Angriff 8 Piercing Damage. Jo. Von dem zweiten 6. Warte. Erstmal der. Und dann. Hä? Warum hast du jetzt nur 3 genommen? 5 temporäre Trefferpunkte. Ah, okay, danke. Ich habe mich schon wieder ganz vergessen. Okay, der zweite waren dann 6. Und der dritte sind 11. Oh Gott. Dann ist er dran. Er hat gesehen, dass dir jemand zaubert. Das gefällt ihm nicht und er kommt auf 30 Fuß auf dich ran. Oder... Obwohl, er würde einen Abstecher vorher hier bei Fenris machen. Och, nee. Nee, anders, bei Miusa. Ja. Genau, er macht bei Miusa. Wortwörtlich so. Einen Abstecher. Genau, dadurch würde er jetzt... Er würde anfangen, mit seinem Short Sword nach dir zu stechen. Ja. Mit einer 24 treffe ich dich, ne? Ja. Gut, dann nehmen Sie bitte... Ja, ich weiß. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. 24 Piercing Damage. Da ist ein bisschen Sneak Attack mit bei. Ja, dann bekomme ich 12. So, und dann der zweite Angriff. Ja. Da nehmen Sie bitte 8. Also 4. Oder? Nee, Quatsch, nein. Du hast ja eine 19. Zurück. Kommando zurück. Okay. Okay. Das war sein Zug. Der ist ein bisschen sneaky unterwegs. Ja, ja, den gönne ich mir gleich. Ah, der ist dran. Der schlägt... Auf was schlägt er denn ein? Du hast ihm gerade gehauen, das findet er doof.
Er trifft dich aber nicht. Dann der andere, der darf am Ende seiner Runde wieder einen Erholungswurf machen, ne? Ich glaube ja. Also egal, schafft er eh nicht. Okay. Fenris. Ja. Ja. Was mache ich denn? Ich glaube, ich gönne mir mal einen Vorteil und zwar durch eine Finte. Ja, gönnen Sie sich einen Vorteil. Ja. Den werden Sie benötigen. Die 5 kommen gleich oben auf den Schaden, falls ich Schaden mache. Ja. Und dann kommt erstmal der eine Schlag mit einem Vorteil mit dem. Das trifft. Schön, und der andere ist dann leider. Ja, und der andere ist dann leider normal, ne? Wieso ist denn das? Aber zusammengerechnet mit dem Sneak Attack reicht das. Ehrlich? Ja. Ach, schön. Dann, ja. Das war's. Ja. 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 Ganz kurz, Geimar. Twin Magic, kannst du jeden Spell, der ein einzelne Creature als Target hat? Also ja, auch Concentration Spells. Zum Beispiel Haste zu Twine. Ja. Ich war mir nämlich nicht sicher. Wichtig ist, es darf nur eine einzelne Kreatur als Ziel haben. Sobald ein Zauber mehr als eine Kreatur ein Ziel hat oder eine Area, kannst du nicht twine. Und nicht self. Genau, und er darf nicht self als. Er muss eine einzelne andere Kreatur haben. Ja. Ja, bestes Beispiel dafür ist unter anderem Haste. Nee, zum Beispiel. Okay. Das war's, Fenris, ne? Ja. Malis. Ja. Da. Ich würde mich zurückfallen lassen. Bis ich um die Ecke gucken kann. Ja. Und würde meine Bonusaktion nutzen, um Geimar ein paar Worte der Linderung zuzusprechen. Und dann würde ich wieder auf 15 Fuß zurückgegangen bin. Nee, um die Ecke brauchte ich 30. Hab keinen. Wird dann wieder einmal vordashen wollen. Und dann beende ich erst noch meinen. Okay. Zug. Geimar. So, ich war 35 Fuß weg. Ja. Also bisher komme ich ja easy wieder hin. Dann möchte ich was casten. Twinned. Auf mich und auf Fenris. Dragon's Breath. So, ja, genau. Ja, ist okay. So, der Typ vor mir hat mich beleidigt. Der ist stunned. Er kriegt jetzt auch den Dragon's Breath ins Gesicht. Feuer. Das ist ein 15-Fuß-Cone, richtig? Den kann ich ja so ausrichten, dass ich Fenris nicht treffe. Ja. Wenn der bewusstlos ein Treff ist mir das egal. Okay. Wenn es der rechte ist, dann grinse ich dabei wahrscheinlich sogar. So. Ah, nee, warte, die verkacken sowieso. Die Treppen, die machen Schaden, okay. Und wohlgemerkt, das kann Fenris jetzt auch. Okay. Myosa. Yes.
Ich nehme mit einem Lächeln, was er nicht sieht, durch meine Maske, aber die Augen werden schmaler, werde ich das 1 gegen 1 natürlich dankend annehmen. Ja. Non-Lethal mit Vorteil, weil Reckless Attack und dann gib ihn. Einmal eine 24. Das trifft. Und eine 22. Okay, das trifft. Du kannst sehen, dass er irgendwie... Er lacht das ein bisschen weg. Mhm. Ach, komm. Das war's? Ja. So. Nicholas. Ich lasse hier einen Blitz einschlagen. Wo? Und rufe dem Bogenschützen zu, er gebt euch, der nächste Blitz trifft. Okay. Oh, stimmt, da oben sind dann auch die Bogenschützen. Also ich lasse wirklich so nah, wie ich kann, ohne ihn Schaden zu machen, einschlagen. Ja. Ich möchte sie sichtlich einschüchtern. Ja, mach einen Wurf auf einschüchtern. Ich will... Please be good. Den wiederhole ich. Okay. Ja. Okay, die machen ihren Safe dagegen. Erinnert mich bitte dran, dass die Nachteil haben, wenn ich jetzt schieße. So, die haben Nachteil. Gut, danke, dass ihr mich erinnert habt. Okay. Ja, Mjosa, du schießt auf ihren... Obwohl, die Geima ist wieder da. Ja. Geima wird abgeschossen. Mit Nachteil durch die Einschüchterung. Alles klar. Dann wird der nächste Blitz ein Treffer sein. Ich habe alle gewarnt. Ich hoffe, man hat den Blitz wieder mit einem lauten Knall gehört. Ja, das hat man tatsächlich. Dank deiner Einschüchterung trifft nicht einer dieser Angriffe. So, er ist dran. Mjosa, du hattest Reckless angegriffen, richtig? Ich hab Reckless angegriffen, ja. Oh, das gefällt ihm sehr gut. Er darf mit Vorteil angreifen. Oh ja, das gefällt ihm sehr gut. Der trifft nicht. Da gibt's einen Sneak. Aber er trifft nicht. Er trifft nicht. Oho. Und das ist ihm auch jetzt relativ, weil er sich... Hier jetzt. Er begibt sich jetzt hier hin. Ach, weißt du was? Du darfst auch einen Op-Attack machen. Ja. Weil er zu Geima geht. Der ist ohne Vorteil. Okay. Also triffst du nicht. So, Kollege Schnürschuh da hinten ist dran. Wisdom war das, ne? Wisdom, ja. Der bewegt sich wieder. Oh oh. Fenris. Ja, der bewegt sich wieder. Ich habe noch so viele von diesen tollen Würfeln. Ich glaube, ich benutze noch mal so eine Finte. So, oh oh. Das ist gut. Dann auf den ersten. Okay, entschuldige, ich war kurz abgelenkt. Du hast Finte genutzt? Ja. Auf, unter dir oder über dir? Über mir. Okay. Ja, den zweiten Angriff immer gleich mitwürfeln, weil das ein Attack ist. Wenn das... Achso, entschuldige, ich sag's nochmal. Weil das ist ja eine Attack-Action. Genau. So, dann hast du... Aber genau, bei dem kriegst du keinen Sneak-Attack. Ne, du hast Vorteil genommen. Doch, kriegst du. Ja. Vergiss es, entschuldige. Dann, der trifft nämlich und der da drunter sind 9, der trifft auch, der steht noch. Hast du die 8 von Überlegenheitswürfel auch noch mit drauf gerechnet? Ach ja, nee, dann ist der bewusstlos. Sehr schön. Den habe ich nämlich gar nicht gesehen. Ah. Okay, das war's? Das war's. Marlies. Ja. Ich bewege mich einmal hierhin. Und dann wird
Musa einmal auf die Schulter fasst. Und wenn sie es erlaubt, wird sie jetzt durch einen Zauber berührt und beeinflusst. Er ist auf Englisch, also weiß ich nicht, aber ich vertraue dir. Du wirst vergrößert. Du wirst vergrößert. Ja. Mit den Worten, hol sie dir, Große. Ja! Jetzt bist du keine angepisste Frau, jetzt bist du eine große angepisste Frau. Au! Okay, das war's? Nee, Bonusaktion. Ich sehe, vier Verbündete. Mhm. Die dürfen gerne ihre Reaktion nutzen, um sich bewegen zu können. Oh, ich kriege 5 Temp-HP. Ich darf mich bewegen? Ja. Mhm. Hallo, hier kommt Mami! Ihr hört den Schritt zurück. Das war's? Das war's. Geil mal. Wie groß war der Cone? Ich muss. 15 Fuß. Bin ich jetzt 15 entfernt gegangen? Das weiß ich nicht. Ich wäre so gegangen, dass er. Du bist jetzt so gegangen, wie du gegangen bist. Ich musste erstmal ausmessen. Egal, ich laufe nee. 5 Fuß wieder vor. Ich wollte gerade sagen, dann kannst du die 5 Fuß vorlaufen. Und wir wollen ja wissen beide, dass ich Fenris nicht drinnen haben will, wenn ich Nein, du machst immer von deinem Token so aus. Ja, ich kann den Coney aber drehen. Ich wollte gerade sagen, du kannst ein bisschen. Kann ja den Dings ja eigentlich auch so ein bisschen schräg setzen. Ah. Ah. Also wenn die Position, die immer dran ist, so. So wie du. Ja, ist ja gerade so nicht drin, das ist okay. Das reicht mir ja. Ich will ja mal nicht. Ja. Und dann pusten wir mal. Okay, er macht seinen Save. Jetzt muss ich mal eben gucken. 5 Fuß und dann nutze ich aber noch ein bisschen Movement, um wegzugehen. Ja, dann nimmt er mal halben Schaden. Nach links wird es jetzt nicht ewig weit gehen, nehme ich mal an. Nein. Bin ich einfach nach unten 25 Fuß. Okay, das war's? Jawohl. Musa. Ich werde jetzt meinen Spaß haben. Mhm. Weil so einfach kommt er nicht davon. Wie ist der Swell? Kommt da extra Schaden drauf? Ja, 1d4 extra Schaden machst du. Okay, dann greife ich ihn an. Einmal. Mhm. Das so, trifft. D4 extra. Okay. Und das zweite Mal. Und der D4. D4. Genau, okay. Das heißt, du hast, das sind 6, das sind 13 und oben das sind 10, sind 13, sind beides 13. Mhm. Und dann rechnen, 12 sind 6, okay. Das war's? Das war's! Nikolas. Ich hab meinen Spaß. Hab sie gewarnt. Jetzt würfel ich das kurz aus, wenn ich nicht treffe. Mhm. Ich hau auf den Lightning Fire auf. Ja. Dex Save gegen 17. Okay, ich muss hier kurz gucken, ob es einen Vorteil hat. Nein! Du darfst Schaden würfeln. Darf ich sowieso? Nein, also du darfst jetzt, weil ich jetzt bereit bin, den einzutragen. Naja, ich hab gewürfelt. Okay, das war's? Nein, ich bin ein Sorcerer. Naja. Ich gebe 2 Sorcery Points aus für Quick and Spell. Mhm. Und muss kurz gucken, wie viel Radius hat das. Das war natürlich wieder richtig schön laut. So, passt das? Das sind deren Glück. Na gut, dann will ich fair sein. Mhm. Dann cast ich hier in die Mitte Shatter. Bei dem. Okay. Shatter war ein Con-Safe, ne? Moment, muss ich kurz gucken. Shatter war ein Con-Safe, genau. Okay, dann mach mal Schaden. Ja, okay. Aber warte mal, die sind alle bewusstlos. Okay, dann kann ich da mal eben. Ja, war okay. So, fertig. Dann bin ich tatsächlich fertig. Wie gesagt, das gut. War jeweils wieder richtig schön laut. Ja, und die finden dich jetzt ziemlich doof.
Ach, wirklich? Ja, und der erste schießt, du hast eine AC von 15. Dann würde dich einer treffen. Shield. Das meine Reaktion. Okay, du nutzt dein Shield, ich nutze meine Reaktion, um dich auch zu schützen. Mit was? Ich mit meinem Drachen, meine Drachen. Ach, das war das, okay. Erscheinen und geh mir okay, mal okay. Auf was für eine Rüstungsklasse bist du denn jetzt? 22. Gut, dann kriegst du noch 2 Treffer. Das ist frech. Und die beiden nutzen der Fähigkeit, dass die 1d10 extra Schaden würfeln dürfen. Dann nimmst du aus dem ersten 10 Schaden. Moment. Und ich bekomme einen Konzentrationsrettungswurf. Doch. Es wird so oder so gesagt. So, Consave. Ja. Der zweite wären dann 19. Das ist frech. Ja. Brücke bleibt da. Okay. Das war der. Ja, aber der dritte darf auch noch schießen. 22 hast du, sagst du, ne? Ja. Ja, der trifft dich einmal mit seinen 2 Pfeilen. Jetzt wirst du unverschämt, weißt du das? Und macht 16 Schaden. Ja, dann geh ich down. Okay. Du gehst down. Die Gewitterwolke hört auf. Er ist dran. Ja. Oh. Was ist. Hi. Ja, das lohnt sich halt immer noch, weil er bei dir Vorteil kriegt. Okay, du wirst getroffen. Mhm. Das sind 20. Also 10. Mhm. Und dann wirst du nochmal getroffen für 18. Für 8, nicht für 18. 8. Also minus 4. Ja. Naja, das ist okay. Mhm. Die nehme ich mal eben raus. Fenris. Ja. Der Große hat sich noch nicht einmal auf mich eingeschossen, oder? Nö. Naja, ich nehme auch mal so einen Überlegenheitswurf. Gib mir nochmal Vorteil. Und dann kommt der... Ach, shit. Der zweite war nicht... Egal. Das ist alles gut, da geht nur links. Ja. Treffer. Den nimmt er nur halb. Okay. Das war's. Kann ich eigentlich. Warte mal, Cunning Action. Kann ich da nur hier sprinten und so? Entschuldige, ich habe gerade die Umfrage gesehen, die Schwein hier steht, vorgeschlagen hat. Jetzt bin ich interessiert. Okay, nein, hat sich erledigt. Das war's. Er hat nur gefragt, ob ich euch umbringen will. Marlies. Antwort ist ja. Ja. Philipp, mach dir bitte erstmal das Bewusstloszeichen rein, weil du bist nicht tot. Weil du noch die Death Saves machst. Macht er nicht. Er darf sich aber in der Erschöpfungsstufe eintragen. Denk dran, ihr habt noch Muriel, die am Ende des Zuges heilen wird. Ja. Das ist aber gerade irrelevant. Ja. Ja, schmerzlich. Wenn mein Liebster soll wieder aufstehen und ihm wird panisch zugerufen, dass er nicht sterben soll. Und dann? Okay. Und das sind 8 Leben. Und dann holt Marlies ihre Schleuder raus, legt eine kleine Kugel ein und versucht non-lethal einen der Bogenschützen zu treffen. Sind 120 Fuß entfernt. Das heißt, ich kann mit Nachteil drauf schießen. Richtig. Weil auch ein Gegner für Fußreichweite ist, ist das sogar doppelt egal. So, damit triffst du. Kann ich dir jetzt schon sagen, dass du nicht triffst? Nee. Das war's? Das war's. Geimer. Ja.
Moment, ich muss mal ganz kurz was ausmessern. Ich stelle mich auf alle Fälle hier hin. Mhm. Wie weit sind die da oben weg? So weit, wie sie weg sind. Ja, deswegen sage ich, ich muss das mal ausmessen. Hier, Uhr 85. Was nachgucken. Ja, kann ich noch einen Twin-Spell raushauen? So. Ja, ich kann noch einen Twin-Spell raushauen. Moment. Twin-Spell, lenkendes Geschoss. Ja, einen Moment eben ganz kurz. Ich muss eben die Sorglocke ansetzen. Fenris. See, fliegen. Don't do this. Das Fliegszauber kostet 2 Punkte, wenn ich... Viermal, 6 Sekunden. Auf Stufe 2 cast. Und jetzt die letzte Runde, wie oft da? Da war ich abgelenkt. Oh. Ja. Aber gleich wieder, wenn Muser sich wieder ganz viel bewegt, ne? Ja, ich bin am überlegen, Muser gleich mal Vorteil zu geben. Oh. Mhm, also ich hab sowieso Vorteil. Zieh mal deinen Feueratem. Ist das eine Bonus-Action? Ja, das ist eine Action, leider. Ich möchte anmerken, ich fand das gerade sehr frech, was da passiert ist bei mir. Ja, dementsprechend wird Musa auch gleich reagieren. Musa weiß nämlich, dass die Bogenschützen zu dem Dude da gehören. Hi. Und der Dude wird jetzt leiden. Kein Mann. So, du machst bitte 2 Angriffswürfe dann mit deinem. Ja, ich caste das auf Stufe 2. Okay. Ich hab mir auch meine 2 Sorcerer Points gerade abgezogen. So, das ist der erste auf den rechts von mir. Trifft nicht. Den, da nutze ich meine Inspiration. Mhm. Okay, mhm. Das andere. Bleib dabei. Und der andere für den oberen. Okay, der trifft. Also, welcher war jetzt der zweite? Der in der Mitte, oder was? Nur den straight hoch. Der ein bisschen ganz links außen steht. Ah, der, okay. Ja, den ist... Okay, alles gut. Ja. Ja. Nimm, da. Das waren 25 Fuß Movement dahin, ich geh nochmal 5 weg. Umso weiter ich weg bin, umso besser. Ja, Miosa. Ich sehe, dass die Person, die in irgendeiner Art und Weise mit mir verbunden ist oder was mit mir zu tun hat, down am Boden lag. Und das ist der Anführer, den ich gerade vor mir habe. Ja. Ja, da wird rücksichtslos komplett drauf geknattert. Mhm. Nummer das ist ein Treffer. Der D4. Mhm. Und da der D4. Mhm. Okay. Das war's. Ja, mehr kann ich leider nicht machen. Nikolas. Der steht auf. Ja. Problem ist, ich würde bei jedem, aber bei allem, was ich mache, treffe ich Fenris mit, das will ich nicht. Noch was ausmessen. Nein. Das Ding ist, wenn ich den da durchjage. Sterben die beiden am Boden auf jeden Fall. Dessen bist du dir nicht bewusst? Nein, die sind bewusstlos. Ich glaube, ich denke, dass so Leid im Boot ins Gesicht jagt, dass du überlebst. Okay, das safe, okay, das ist, ja. Basically sagt man aber ja, Schaden ist nur ein fehlgeschlagener Todesrettungswurf, wenn man es genau nimmt. Ja. Trotzdem ist das ein bisschen heftig. Also, es sei denn, du knallst dem mehr Schaden raus, als die Grundleben haben, dann ist das auch vorbei. Weil ich sag mal so, das könnte passieren, das ist immer ein Lightning Bolt oder so. Ich will Fenris halt nicht treffen, das ist doof. Dann beweg dich. Fenris, hast du nicht schon an Kenny Dodge? Ich bin Rogue Level 2. Oh. Ja, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich schon Steady Aim haben darf. Nee, Steady Aim hast du ab Level 3, Rogue Level 3. Okay, danke. Ich mach's ganz einfach, ich mach jetzt eine Wisdom Save.
Wenn ich über eine 10 würfel, mache ich es nicht. Wenn ich unter eine 10 würfel, mache ich es. Mhm. Oh, oh, oh. Es tut mir leid, Fenris. Kein Ding. Ich jage den. So, stell mich daran. Ich jag den hier durch. Okay, wird Fenris mitgetroffen, ja. Ja. Dein Decksave ist 17. Okay. Der Schaden ist miserabel, Alter. What the? Okay, das sind 5 Einzelbeulen. Das ist egal, weil es ausreicht. Weil er leider den halben Schaden davon kriegt. Ja. Weil ich den DC nicht geschafft habe. Muss ich jetzt auch irgendwas machen? Du musst einen Dex-Save machen. Dex-Save gegen 17. Ich würfel den mal öffentlich. Mhm. Du bekommst nur 10 Schaden. Die 10 Schaden nimmt er auch, weil er ihn leider nicht geschafft hat. Ich hatte jetzt gehofft, dass er den Rettungswurf schafft und damit gar keinen Schaden bekommt. Hm. Aber ich krieg ja noch einen Schaden. Aber der ist tot. Und die Bogenschützen da oben? KF! Moment. Der hier ist tot. Oh nein. Der ist tot. Natürlich hat er den Feueratem überlebt. Das war ein fehlgeschlagener Death Saving Throw. Och Mann. Ich hab doch keinen umgebracht. Oh. So, da oben noch einer. Es hat beide getroffen. Ach, du hast. Wie? Okay, warte mal. Zeig doch mal ein, wie du das. Oder? Nee. Ich hätte den rechten gemacht, weil. Okay. Getroffen. Also ja, dann trifft das den. Okay, alles gut, dann trifft das den hier nämlich, glaube ich nicht. Nee. Okay, also den Rechten. Der Rechte macht auch sein Save. Der hat den auch nicht geschafft. Der überlebt aber dein Lightning Bolt. Das war's? Ich bin noch nicht fertig. Ja, alles gut. Deswegen frage ich ja. Wir haben es gerade geschafft, einen Sorcerer pissig zu machen. Ja. Das Problem ist, ich will ja auch nicht zu krass. Das Ding ist, ich weiß, ich habe gerade eben wegen Hardcore-Gesetze verstoßen. Ja. Dürfte noch in Reichweite sein. Ja, die kriegt einen Chill-Touch ab. Mhm. Zack. Mhm. Wer war das jetzt? Links oder rechts? Der ganz rechte, den ich die ganze Zeit angreife. Ja, alles gut. Ich habe mal kurz weggeguckt, deswegen habe ich nichts gesehen. Okay, ja, das war's? Ja, das war's. Dann. Oh, hast du deine 2 Sorcery Points rausgetragen? Sehr schön. Ja, hab ich. Die sind dran. Die finden das doof, dass du da ein Lightning Bolt machst. Deswegen schießt der eine zweimal auf dich. Das wäre ein Treffer. Ich habe mit 22 gewürfelt. So klar, ne? 13 Schaden an der Zahl. Ich bin wieder down. Die andere Person. Hast du gerade überhaupt mal Muriel geheilt? Nö. Entschuldige, ja, Muriel, ja. Das ist gar nicht geheilt. Nee, weil ich gar nicht mehr dran gedacht habe, weil du ja schon hochgeholt worden bist. So. Da gibt es natürlich einmal ein Mass Healing Word für alle. So, das sind dann nochmal. Das könnte nämlich Unterschied machen. Ja, das sind dann nochmal 13, die oben drauf kommen. 13 Leben für alle? Ja. Rechnest du mit, dass sie ein Life-Cleric ist? Ja, ich bin nicht dumm. Aber, würfelt sie miserabel. Das ist ein Mass-Healing-Word, das ist ein D4, du Nudel. Ja. Ach, Mass-Healing-Word, never mind. Ich war bei Mass-Cure-Wounds. Nein, alles gut. Anders, du hast den Schaden jetzt eingetragen, ne? Moment, 13 minus 13. Sind 0. Genau, du bist wieder da, wo du vorher passt. Du bekommst aber durch den zweiten Angriff, weil ich deine 24 gewürfelt habe, 17 Schaden. Autsch. Bin ich wieder bewusstlos. Und dann wird Fenris angegriffen mit dem Bogen. Aha. Ja, da geht ein Pfeil in deinem Rücken. Sauerei, wie viel? Ah, warte, ich muss noch ein extra D10 würfeln. Für 8. Okay. Und dann fangen die an, sich zurückzuziehen.
Fenris, dir ist klar, in der nächsten Runde sind wir über die Dächer verschwunden, weil die stehen oben auf so einem kleinen Balkon. Die sind so ungefähr 15 Fuß über euch. Waffe wechseln wäre eine Free Action, oder? Nee, Waffe wegstecken ist eine Free Action. Waffe ziehen ist eine weitere Free Action. Da du kannst natürlich... Du kannst die Waffen fallen lassen und dann eine Free Action ziehen. Das ist okay. Sehr schön, dann mache ich diese. Und dann benutze ich meine Bonus-Action, um zu dashen. Erstmal 30. Renne 60 Fuß hin. Es reicht mir schon, wenn ich einen einzigen kriege. Ich stelle mich jetzt auch mal hier hin. Hier war es ungefähr. Nimm den ganz rechten, der hat am meisten Damage bekommen. Ja. Okay, dann möchte ich gerne mit meiner Steinschlosspistole auf den ganz rechten schießen. Ja. Muss ich nur noch du kannst, du kannst auch auf den ganz linken schießen. Der hat zwar nicht so viel Schaden bekommen, aber der leuchtet. Der hat Vorteil leuchten? Vorteil leuchten. Ah, oh, dann nehme ich den ganz linken. Okay, dann schieße ich auf den linken. Ja. Wow. Das trifft nicht. Okay, Action Search. Dann möchte ich noch mal gerne auf den linken schießen. Ja. Hat keinen Vorteil mehr. Ja, okay. Hätte sowieso nichts gebracht. Wahrscheinlich. Trifft eh nicht. Trifft eh nicht, genau. Ja. Marlies. Ja. Es wird hier hingerannt. Und dann... Weil sie jetzt langsam pilzig ist, was mit ihrem Gewicht die ganze Zeit passiert, werden auf den ganz rechten zwei lila Strahlen abgefeuert, während sie etwas auf Infernal vor sich her sagt. Ja, mach es. Disadvantage rausnehmen. Das ist ein Treffer. Und auch das ist ein Treffer. Wer steht noch? Wie viel Leben haben die eigentlich? Die wurden noch nicht oft angegriffen. Eben, die wurden fast... Die wurden von den meisten Leuten einfach ignoriert. Ich komme da halt nicht hin. Ja, die sind ja auch... Die sind... Möglichkeiten hinzulaufen. Ja, ja, man hätte klettern können. Das ist richtig. Ja. Aber das wäre in dem Moment, wo man da unten... Es ist schon alles okay, so wie es ist. Ah, ja, das war's. Ja. Gut, Geimer. Ja. Die Mitgewissen sollten wegschauen. Ich fange jetzt an, mit meinem Schild den seinen Schädel einzuschlagen. Okay. Moment. Die Stadtwachen drehen sich immer noch nicht in unsere Richtung, gell? Die sind, ja, die schauen, sind immer noch, die stehen so an der Wand, gucken so ein bisschen durch die Gegend, gehen ein bisschen über den Hof spazieren da. Gut, ich schlag dir den Schädel mit beim Schild ein. Ihr könnt mir ruhig alle ruhig eine Wahrnehmungsprobe mal kurz machen. Okay. Ich will lieber meine passive Wahrnehmung nutzen. Die plus 2 sind gerade nicht drauf. Ich hab gar keinen Haken dafür drin irgendwo, oder? Alles gut. Doch, gut. Haben alle, ne? Oder wer fehlt mir doch jemand? Ich bin K.O. Ah, du bist K.O., genau. Deswegen war ich irritiert. Ja, entschuldige. Nein, aber Fenris und Mjosa, euch fällt halt auf, es kommen auch Wächter, aber die werden von den bestochenen Wächtern immer wieder weggeschickt. Oh. Okay. So, ihr seht so eine Bewegung wie alles in Ordnung, wir haben das hier im Griff. Du schlägst den Schädel von dem ein, ist okay, brauchst du keinen Angriffswurf machen. Mjosa. Ich gehe zur Stadtwache. Ja. Und würde mich da einfach mal neben den chillen. Aha. Ich bin halt ein bisschen größer, aber ich würde da einfach da chillen. Ah, schönes Wetter heute, oder? Guck dich an, ihr solltet da wieder reingehen, wenn ihr nicht noch wegen Ungebrauch, wegen unregistriertem Magiegebrauch festgenommen werden wollt. Einfach wieder rein. Und alles ist gut. Viel Spaß mit eurer Bestechung.
Ich wusste, solche Leute wie ihr... So lange kannst du, so viel Zeit hast du nicht zu reden. Ah, Naki. Dann sag ich das, während ich zurücklauf, ganz geschillt. Oh. Ekelas, du darfst würfeln. Mhm. Aber Muriel ist dran. Die kommt zu dir. Die macht ein Cure Wounds auf Level 2 auf dich. Mhm. Obwohl, sie würde vorher Special Dire auf dich wirken und würde dann ein Healing Word auf Level 2 machen. Damit du keine Erschöpfung hast. Keine weitere. Genau. Und das ist sogar basically besser gewürfelt als das Cure Wounds, was ich gerade gewürfelt habe. Du bekommst nämlich, das sind 16 Leben. Im Healing Word? Ja, mit einem fucking Healing Word. Da geht's jetzt, I guess. Ja, das war nicht schlecht. Die sind aber dran. Und ich beende den Encounter, weil die nämlich über die Dächer einfach verschwinden. Okay. Da habt ihr auch keine Chance mehr hinterher, weil keiner von euch sich auf dem Dach befindet. Ich würde ein bisschen kleiner machen und gucken, dass ich Nikolas also irgendwie vorsichtig erstmal kann. Genau, ich gehe davon aus, Malis, du lässt die Konzentration fallen, richtig? Du weißt, wie der Gebrauch von Magie in dieser Stadt gewertet wird. Der illegale Gebrauch. Ja, und hier ist eine bestochene Wache. Hält eh nur eine Minute. Gut. So. Was macht ihr jetzt? Ihr dürft reden. Die ist gegangen. Die ist jetzt einfach gegangen. Jetzt, wer hat sich das schon gemerkt? Ne, ihr könnt euch davon ausgehen, jetzt wo die Sache geklärt ist und entschieden ist, also jetzt wo es einen Gewinner gibt, geht die das nichts mehr an. So. Wir sollten... es wird, wie gesagt, Nikolas hochhelfen wollen. Hm? Geht's dir gut? Nein. Es tut mir leid, dass ich gefragt habe. Wir sollten aber hier weg. Dreckige Stadtwache. Ich will mir noch sagen, ihr solltet da lieber hin, wieder zurückkehren, bevor ihr noch drankommt wegen illegalen Magiebenutzung. Ich hoffe, die können sich ihr Geld wo sonst wohin schieben. Aber scheißegal, mal, was wollten die von dir? Was hast du mit denen zu tun gehabt? Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Und ich würde mal gerne den einen Typen durchsuchen, der der Anführer war. Ja, der hat einen Geldbeutel in der Tasche mit tatsächlich 60 Gold drin. Interessiert mich nicht. Ja. Und einen Brief. Der interessiert mich. In dem Brief steht anbei eure Anzahlung für den Aufenthalt in Waterdeep. Wir haben herausgefunden, dass eine weitere Kreatur von Pyrex sich hier aufhält. Verfahrt mit ihr wie mit allen anderen und holt euch den Rest eurer Belohnung dann im Schädelhafen ab. Sagt mir dort was? Schädelhafen ist... Ja, das sagt dir so nichts. Du könntest... ihr könntet aber relativ schnell herausfinden, durch Recherche und sowas, das würde nicht mal einen halben Tag in Anspruch nehmen, einfach in der örtlichen Universität oder sonst was, über Bibliothek nachschlagen. Bei Schädenhafen, beziehungsweise ihr müsst nur im Yawning Portal nachfragen. Schädelhafen ist eine Stadt, die mit dem Undermountain verknüpft ist. Ja, wohlgemerkt den Zettel, der sieht so, dass keiner mitliest. Genau, ich gebe dir nur mal eben in den Chat, das ist der Name, der da steht, Pyrex. Ja, den wollte ich den Vertrag nicht schreiben. Ja, den Zettel lasse ich dann auch in meiner Kleidung verschwinden. Mhm. Du hast gesagt, der Anführer hat einen Kutscher gekämpft, ne? Mhm. Würde ich mir gerne mal angucken, ich denke. Ist ein normales Kutschschwert. Hm. Nicht irgendwie eingraviert oder sowas? Es ist ein kleines Symbol drin, aber das sagt dir nichts. Shit, nicht mal mit meinen ganzen Kontakten? Kann ich das nicht zuordnen? Nee. Es ist okay. Irgendwie scheinen die einer Organisation anzugehören. Also die haben alle ein Zeichen, die sind alle miteinander verknüpft. Aber die ist irgendwie auf keinem... Schwarzmarkt bekannt oder... Also es scheint, auch wenn er sehr schurkisch gekämpft hat,
scheint da keiner der bekannten Schurkengilde anzugehören. Interessant. Ja gut, das Kurzschwert wegen dem Zeichen, das würde ich trotzdem einstecken. Vielleicht kann ich ja doch noch was darüber rausfinden. Ja, alles andere sollten wir uns später kümmern. Wir sollten hier so schnell weg, wie es nur geht. Ich weiß, wo ich jetzt hingehen werde. Übrigens, das Symbol ist eine silberne Klinge. Ein Kreis, in dem eine Klinge aus Silber eingelassen ist. Ah, okay. Ich wäre Richtung Taverne gegangen. Aber beim Vorbeigehen hätte ich gerne noch mal angeschaut. Denkt darüber nach. Hätte ich darauf gehört, was ihr gesagt hättet, mischt euch nicht in meine Angelegenheiten ein, wärt ihr jetzt tot. Und ich würde weitergehen. Geil, merkt nur wert was. Nikolas würde nicht zur Taverne gehen. Nikolas würde zur nächsten Kasierne gehen. Ja. Möchte er nicht mit Dann wollen. Gehst du mit Kalmar. Er möchte nämlich ganz gerne den Vorfall melden. Ja. Ja, das war auch Kalmars Gedanke. Der Vorfall wird. Euch wird versichert, dass dem Vorfall nachgegangen wird. Es werden die Beteiligten befragt und es werden Ermittlungen angestellt. Ich hätte logischerweise auch wahrheitsgemäß gesagt, dass wir zu unserer Verteidigung auch Leuten das Leben genommen haben. Der Vorfall wird, wie gesagt, untersucht werden. Mhm. Ja, mehr kann erstmal nicht gesagt werden. War der Hauptmann denn da? Nein. Schade. Also es wird nur gesagt, es wird untersucht. Ja, da würde Nikolas nämlich am nächsten Morgen auch direkt den Hauptmann aufsuchen. Hm. Den kannst du erstmal darüber nochmal. Den kannst du nicht finden. Kann ich gar nicht finden. Nö, also irgendwie, wenn du aktiv nach dem suchst, also der scheint immer irgendwo anders Dienst zu haben. Dann frage ich im Theater nach. Okay, ja. Fürs Theater würdest du am nächsten Tag wieder eingeladen werden. Ja. Okay. Während du das so machst, am nächsten Tag, Geimer. Am nächsten Tag, ja. Mhm. Fällt dir auf, dass abends in der Taverne ein auffälliger Zwerg sitzt. Der saß die ganzen Abende noch nicht da. Der ist jetzt urplötzlich, sitzt da plötzlich so ein Zwerg mit einem silbernen Umhang und einer Maske vor dem Gesicht. Und du kannst sehen, dass eine Narbe von der Stirn runter über die Nase geht. Aber diese Narbe sieht nicht aus, als wäre sie von einem Schwert verursacht worden, sondern viel eher von einer Operation. Er sitzt so stumm und beobachtet dich die ganzen Abend. Ich bringe ihm mein Bier an den Tisch und setze mich dazu. Genau, während du ihn genauer anschaust, mach mir mal bitte einen Intelligenzwurf. Du setzt dich hin, du gibst ihm das Bier, diese Augen. Sie kommen dir bekannt vor. Du hast diese Augen schon mal gesehen. Die Augen, als du von dort gegangen bist. Da war jemand, der dich rausgebracht hat. Ich weiß was. Genau, du hattest von ihm auch nur die Augen gesehen. Es scheinen dieselben zu sein. Nö, wie gesagt, ich setze mich damit um. Probieren, schiebe eins rüber. Ja. Das kommt mir bekannt vor. Kennen wir uns nicht? Kennen ist ein sehr weitreichendes Wort, nicht wahr? Ihr wart da. Und ich habe gehört, ihr habt Probleme bekommen. Und die Probleme leben nicht mehr. Naja, zum Teil. Das glaubt einen ihr. Einen Namen habe ich auf meiner Liste jetzt. Das glaubt ihr. Dass die... Ja, aber dieser Name wird euch nicht zu ihnen führen. Nun, ich habe einen Ort und einen Namen. Könnt ihr den Namen überhaupt zuordnen?
Kann ich. Mhm. Ich nicke einfach nur. Hatte. Ich schreibe mal bei Discord mal eben kurz was. Das war mir schon klar. Ja, genau, genau. Das war mir schon so. Ich ende geil, man nickt einfach nur. Okay. Wisst ihr. Und ich bin hier. Ich bin eigentlich gekommen, nicht um. Also um euch zu finden, aber aus anderen Gründen. Meine Freunde, und er guckt Richtung Gasse, haben euch schneller gefunden als ich. Und er legt einen Dolch auf den Tisch und du siehst das gleiche eingravierte Zeichen. Reagierst du darauf irgendwie? Schwarzschädel. Der Ohrhaft mal stimmt, ne? Der Schädelhaft, nicht Schwarzschädelhaft, einfach nur Schädelhaft. Schädelhaft. Komm, das Schwarz hätte ja in meinem Kopf. Ja. Wie gesagt, er legt einen Dolch auf den Tisch, auf dem dasselbe Symbol eingraviert ist von den Leuten, die dich am Vortag versucht haben zu töten. Dafür solltet ihr jetzt aber eine gute Erklärung haben. Kennt ihr das Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund? Mhm. Sagen wir so. Diese Leute, und er zeigt auf den Dolch, versuchen das, was er angerichtet hat, unschädlich zu machen. Ich versuche hingegen zu helfen. Und es ist einfacher, mit ihren Mitteln euch Leute wie euch zu finden. In den meisten Fällen bin ich auch schneller und kann zumindest eine Warnung dalassen, aber in diesem Fall ist es mir nicht gelungen. Sehr zum Unglück der Leute, die mich gesucht haben. Ja, das stimmt. Warum ich überhaupt mit euch rede ist, ich habe herausgefunden, dass er sich im Undermountain aufhält. Es gibt dort sowas wie eine Akademie. Ich dachte, es würde euch interessieren. Im Schädelhafen, oder? Nein, nein, Schädelhafen ist nur eine Handelsstadt. Da haben wir, und jetzt guckt wieder Richtung Dolch, da haben wir Kontakte, über die wir unsere Assassinen bezahlen. Mhm. Ich kann euch leider nicht mehr länger schützen, wie sich gestern gezeigt hat. Ich habe versucht, sie so lange wie möglich zu behindern. Ich denke, unser gemeinsamer Freund braucht eher demnächst Schutz. Gut. Denn er wird brennen. Er setzt an, trinkt aus und dann, ohne ein Wort zu sagen, er lässt den Dolch auch dort liegen, humpelt er raus. Ja, den Dolch stecke ich an. Okay. Ja, natürlich nur, wie gerade man sich sehr leise mit einem Zwerg unterhält. Und dieser Zwerg dann irgendwann, humpelnd abhaut. Ja. Ist ein normaler Decker, nehme ich mal an. Ja, ist ein ganz normaler Dolch, das ist einfach nur graviert. Ja. Was macht der Rest? Ich kann euch mal von der Battlemap wegziehen eigentlich, ne? Es ist abends, maybe? Es ist abends. Ja, abends würde ich auf der Terrasse chillen und Bierchen noch dort trinken und wahrscheinlich dort irgendwann einfach einpennen. Mhm. Sollte nicht allzu kalt draußen sein, oder? Nein, nein, es ist noch ja. September, es geht. Es wird so langsam kühler. Ja. Aber. Mit Wolldecke so um den Schultern penne ich da wahrscheinlich irgendwann einfach ein. Okay. So, meine lieben Freunde. Was macht der Rest? Ich würde. Oh ne, du zuerst. Ich wollte nicht reinreden. Nikolas geht ins Theater. Da wurde er vorgeladen. Hm. Da kommen wir gleich zu. Weil ich würde das gerne noch ein bisschen durchspielen, dass wir zumindest am heutigen Ende noch zumindest dazu kommen, dass ihr den Dungeon betretet. Mhm. Mhm. Weil jetzt hat Geimer auch einen schönen Grund.
Okay, du, Marlies. Ja, ich würde das heutige Tagesgeschäft gerne mit zwei Dingen ankurbeln. Ja. Einmal mit einem Auftritt. Mhm. Möchtest du da einen das berücksichtige ich am Ende in der Bewertung des der Monatssicht. Und dann möchte ich ein paar besonders gut bekleidete Personen ganz gerne bei meinem Auftritt ganz besonders verzücken. Okay. Ja. Ich würde gerne die Enthralling Performance nutzen. Mhm. Okay, das heißt, wir machen da mal eben so. So, okay. Mhm. Dein DC ist 15. Okay. Okay. Ja, du kannst sehen, dass ein paar sind sehr beeindruckt, ein paar nicht, ne? Mhm. Wie viele kannst du wählen? 5 Stück. Okay, ich mach nochmal 2 Würfe. Ah, nee, 4. Ah, 4, okay. Dann ignoriere ich den letzten, dann heile ich mir den eben weg. Ja. 3 von denen sind sehr entzückt. Einer interessiert sich überhaupt nicht für dich. Oh. Er sitzt da so, habe ich alles schon mal gesehen. Also langweilig, ich geh mal lieber. Oh Gott. Okay. Sonst noch was? Nein, du, okay. Da Nicolas ins Theater gegangen ist, würde sie sich dann nach ihrer Performance den Abend lang sich wahrscheinlich zu Musa gesellen. Okay. Nicolas, du kommst ins Theater und da sitzt auch schon Mörd. Guten Abend. Hi, hi. Ich habe gehört, ihr hattet ein wenig Probleme. Ja. Die häufen sich in letzter Zeit. Ja, einer meiner Mitgefährten hat sich Probleme eingehandelt. Mhm. Das ist interessant. Hallo, Ayrula. Entschuldigung. Ich habe aber auch vernommen, dass ihr die Andeutung gemacht habt, dass ihr den Undermountain besuchen wollt. Ist das korrekt? Dem ist so, ja. Ich habe einen Hinweis darauf bekommen, dass ich sich in dem Under Mountain Klarheit über meine Vergangenheit finden kann, speziell meine Mutter. Ja. Das ist interessant. Ihr solltet vielleicht, wenn ihr am Klaffen am Portal seid, euch ein bisschen umhören. Ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der dort vielleicht vielleicht eine kleine Aufgabe für euch hat. Ich habe gehört, dass es ein paar Personen gibt, die etwas im Undermountain zu schaffen haben, aber sich selber nicht hineintrauen. Okay. Etwas Bestimmtes, wonach ich fragen muss? Irgendein geheimes Codewort? Nö. Es sind einfache Auftraggeber. Okay, noch eine weitere Frage. Ich habe vor kurzem erfahren, dass wir auch einen Freund bei der Stadtwache haben. Ja, es gibt da die ein oder andere Position, die wir in der Stadtwache gerne besetzen. Ich rede speziell vom Hauptmann, denn ich suche ihn. Ich habe ihn den Tag über nicht gefunden. Habt ihr eine Beschreibung von ihm? Ich würde ihn beschreiben. Hm. Es ist so, ah! Ja, ich glaube, er ist nicht mehr Hauptmann. Darf ich fragen? Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist er gerade woanders eingesetzt. Also, okay. Er ist noch in der Stadt, aber
Er ist aktuell nicht offiziell. Alles gut, ich verstehe. Nein, es ist mir einfach nur darum, ich hätte ganz gerne über den Vorfall von gestern mit jemandem gesprochen, dem ich vertrauen kann in einer höheren Position. Oh, keine Sorge. Ich habe aus sicherer Quelle erfahren, dass diese Ermittlungen sich im Sande verlaufen werden. Das war nämlich auch mein Gedanke, weshalb ich den Hauptmann fragen wollte. Das, ob er da mal seine Er beugt sich so leicht vor. Macht euch keine Sorgen. Es scheint, in dieser Angelegenheit sind genügend finanzielle Mittel geflossen, also nicht durch uns, dass dieser ganze Vorfall generell als nie stattgefunden gewertet wird. Und das ist schon enorm. Ich weiß nicht, welcher Organisation euer Freund ans Bein gepisst hat, aber sie geben sich eine große Mühe und sie investieren sehr viel Geld für seinen Tod. Sind mächtig, das habe ich gemerkt. Seid vorsichtig. Ja, das sowieso. Also ich habe das Bewusstsein verloren. Der Fall in der Schüttel tut heute noch weh. Nun, tut mir leid, ich möchte euch nicht weiter belästigen. Ihr habt bestimmt wichtigere Angelegenheiten. Ich habe gerne Zeit für euch. Ihr erinnert mich ein wenig an mich selbst, als ich noch ein Abenteurer war. Ist das gut oder schlecht? Es ist, wie ihr das seht. In Ordnung. Ich kann euch nur sagen, ich habe den Undermountain einmal überstanden. Respekt dafür. Deswegen sage ich ja. So ein raues Pflaster sein. Es ist auf jeden Fall sehr lustig dort unten. Bin mir nicht sicher, ob wir aktuell dieselbe Definition von lustig tun. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Und lasst euch nicht umbringen. Hab Dank. Okay. Einen schönen Abend noch und genießt den Rest der Vorstellung. Einen guten Abend wünsche ich euch auch. Und dann verlässt du das Theater und wir kehren am nächsten Tag wieder ein. Ich skippe gerade sehr viel, dass ich weiß. Das ist aber auch vollkommen okay, weil das alles noch Prolog ist zum eigentlichen Abenteuer. Genau. Ich muss tatsächlich hier nochmal was reinschauen. Mein Büchlein. Was ich vergessen habe zu gucken. Ja, gut. Und genau das meinte ich. Wir haben uns gerade darüber so unterhalten. Marlies hatte Müse so gesagt, so, dass sie hofft, dass es okay war, dass mein Körper ein bisschen verändert hat. Und Müse nur so, ja, ich brauche andere Kleidung dafür und den Blick zu Fenris. Weil. Ja. Ja. Ich hatte gerade nur ganz kurz Probleme. Was zu hören, okay. Sie war abgehackt. Ganz abgehackt. Ah, okay, ich dachte, das lag an meinem. Achso, nee, weil Größe, klar, das Kleid wächst mit, aber wenn man größer ist, hat man halt trotzdem einen recht guten Ausblick, wenn man ein Kleid trägt. Achso. Wir haben so Späße gemacht gerade und unterhalten uns gerade auf der Terrasse darüber. Ja. Wegen Blut hatte mir was geschrieben, deswegen habe ich gerade nur schnell geantwortet. Alles gut. Der nächste Tag. Ihr habt euch entschieden, okay, es ist soweit, es geht in den Undermountain. Auch der Letzte hat sich jetzt dafür entschieden, ne? Oh, der wird von was ganz Tollem angetrieben. Alkohol und Bier? Rache und Mord. Ich bin dabei. Ja. Geimer geht dahin, um jemanden umzubringen. Was für ein nobler Ansporn. Das weiß ja keiner. Geimer gibt ja keine Infos. Ja, aber gut, du merkst, dass Nikolas sich so ein bisschen leicht misstrauisch beäugelt. Ja. Wenn du Geimer nicht selbst ansprichst, wird er nichts sagen, definitiv. Das Ding ist halt, du kannst dir wahrscheinlich denken, dass Nikolas etwas weiß, weil du ja weißt, für wen er arbeitet. Ja.
Das hat er ja offen. Ich weiß nicht, wenn du das mitbekommen hast, das hatte Nikolas übrigens offen erzählt. Das hatte übrigens Nikolas offen vor der Gruppe erwähnt, dass er ein Hafner ist. Mhm. Das hat er beim Drachen offen gesagt. Ich weiß, das war der Punkt, wo ich dann off-topic erwähnt hatte, dass mein White Magic Sorcerer auch Hafner ist und du das nicht glauben konntest. Mhm. Naja. Aber am nächsten Morgen, der Muse runtergegangen, hatte Nikolas angeschaut. Na, bereit? Wenn man das bereit nennen kann, ja. Ich bin aufgeregt und nervös. Ich weiß nicht, was für Infos wir da unten kriegen. Wir werden sehen. Ich glaube, sogar ein bisschen Angst. Nun, immerhin gehen wir in den Undermountain und es gibt nicht umsonst diese ganzen Geschichten. Hm. Auch du weißt bestimmt, dass in jede Geschichte, in jedem Märchen, in jeder Legende ein Funken Wahrheit steckt. Ich weiß. Und ich bin motiviert dafür. Ich glaube, wir kriegen das recht gut hin. Nein, ich habe mich von ein paar Bogenschützen aufs Korn nehmen lassen. Naja. Passiert den Besten. Danke. Es war nicht so gemeint, wie ich es ausgesprochen habe. Alles gut, alles gut. Aber wir holen jeden wieder. Ich werde nicht zulassen, dass ein von euch endgültig was Schlimmes passiert. Und dann wäre sie weitergegangen. Ja. Er kommt alle im Klaffner Portal an. Ohne Probleme. Es ist nicht viel los. Gerade es ist ja ein bisschen Richtung Nachmittag erst, weil dann das auch erst öffnet. So richtig. Und wollt ihr direkt runtersteigen? Nikolas, ich hätte mich noch umgehört, ja. Du möchtest dich noch umhören. Möchte ja, jemand anders sich. Des Tipps. Ja, möchte sich auch noch jemand anders umhören? Ja. Ja. Alle, die sich. Okay, ihr hört euch so vor. Macht mir mal alle einen Charisma-Wurf einfach. Okay. Ich hätte mich wahrscheinlich in der Bibliothek schlau gelesen, wenn es geht. Ja, es geht noch jetzt darum, ob. Weil jetzt sagt. Hier, ne? Okay. Fenris, du kriegst auf jeden Fall was. Sehr schön. Du kriegst. Von einer Frau, mit einer Frau ins Gespräch, Obaya Idai heißt sie. Ja. Oder? Sie ist auf der Suche nach magischen Gegenständen, besonders Zauberbücher. Und sie würde gut dafür bezahlen. Was heißt gut? Gut heißt, warte. Sie zahlt zum Beispiel für. Sag mal so, du hast die, wenn ihr etwas über die Liste verkauft, habt ihr ja 50% Abzug, ne? Genau. Sie gibt nur 25% Abzug. Und das nur für Zauberbücher? Auch für magische Items. Ah. Zauberbücher sind fucking viel wert, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, und sie zahlt sehr, sehr gut. Also. Zauberbücher sind eine ganze Ecke wert. So, der nächsthöhere Wert ist Marlies. Marlies. Eine junge Frau nimmt dich zur Seite. Sie wirkt adelig und dir sagt auch ihr Name etwas. Sie stellt sich vor als Rosna, also R-O-S-Z-N-A-R. Also ist ja Familienname. Und zwar Eswe. Rosna, danke schön. Das ist ihr Vorname. Ich
habe einen Kumpel, der wird genauso geschrieben. Ah, okay. Roschner. Okay, dankeschön. Ja, es ist halt, Pronouncing ist immer schwierig manchmal. Alles gut, das ist glaube ich polnisch. Auf jeden Fall stellt sie sich so vor und sie würde dich bitten, weil du halt auch aussiehst, als würdest du aus einem ähnlichen Stand kommen wie sie, doch bitte nach einem 22 Jahre alten jungen Mann Ausschau zu halten. Der würde dir eine kleine Beschreibung geben mit dem Namen Cressando. So. Das ist angenommen. Das ist mitgeteilt. Dann, ihr habt halt alle. Nur Geimer hat nicht hoch genug gewürfelt, aber ihr habt alle Rest hat hoch genug gewürfelt, dass ihr alle vier Sachen kriegt. Nikolas! Ja. Dich spricht ein Bade an. Oh boy. Und bittet dich doch, einen Geldbeutel nach Schädelhafen zu bringen und dort jemanden zu übergeben. Okay. Und er würde nur sagen, wir haben die gleichen Freunde. Okay. Genaue Beschreibung gebe ich euch dann halt, ne? Was machen wir jetzt im Kurzverfahren? Ja, klar. Ja, mir reicht für den Moment, dass ich einfach nur schreibe mir jetzt einfach auf Geldbeutel von Hafner übergeben. Musa! Komm, das war obvious. Yes. Du siehst Volo. Wen? Volo, das ist der Typ, der euch damals auf die Suche nach seinem Freund geschickt hat und von dem ihr die Kneipe habt, der euch damals nicht bezahlen konnte. Oh. Er konnte euch schon bezahlen, aber nicht in Geld, er hat euch dafür die Kneipe gegeben. Hi. Ah, schön. Ich habe gehört, ihr geht in den anderen Worten. Das ist sehr schön. Ihr könntet dort bitte vielleicht für mich eine Kleinigkeit erledigen. Für die nächste Taverne? Er wird auch lachen. Es ist ein wunderschön. Ich werde das in meinem nächsten Buch als Zitat verwenden, wenn das erlaubt ist. Natürlich. Nee, es geht es um die Geschichte eines gefallenen Reiches aus der Illefar, nein, ein Elfenkönigreich des Nordens. Es geht um den Fall von Illefar. Ein alabasterfarbener Thron, der zu Sygalef Audak gehört, soll sich irgendwie im Undermountain befinden. Ich habe gehört, dass ein paar Zwerge fürchten, dass er zerstört werden könnte. Und sie möchten ihn gerne wiederhaben. Und wenn ihr ihn finden könntet, es würde wahrscheinlich. Warte mal eben. Achso, genau. Weil ein paar Zwerge haben den geklaut von Elfen. So, ich muss den Text noch richtig lesen. Mein Kopf übersetzt halt wieder Scheiße. Und es würde die Elfen des Nordens bestimmt freuen, wenn sie wüssten, dass er überlebt hat. Also, dass er nicht zerstört wurde und es ist vielleicht eine Möglichkeit gibt, ihn wieder zurückzubekommen. Also, ich würde im Namen dieser Elfenfreunde durchaus wäre ich bereit, eine gute Summe zu bezahlen für sämtliche Informationen, die wir darüber bekommen können. Er sieht so die Spitzenöhrchen von Müser. Natürlich. Sehr schön. Schließlich gehöre ich ja auch zur Hälfte zu ihnen. Das, also, freut mich, dass ihr diesen Weg wählt. Nimael. Ja? Ich wollte gerade mitschreiben, aber dann hast du mit so großen Fachwörtern um dich geschmissen, dass ich bei Geschichte raus war. Also ich habe zwei Sätze geschrieben und dann war ich raus. Du sollst einen Alabasterthron finden. Alabasterthron. Das ist. Miosa hat einfach geistig ausgeschaltet, hat nur mitgekriegt. Alabasterthron der Elfen finden, okay. Alabasterthron finden. Zwerge haben ihn. Okay. Das ist auch alles, was ihr rausfinden könnt. Und wenn ihr runtergehen wollt, müsst ihr dem Wirt der Taverne. Also, ihr könnt runterklettern einfach so. Das ist nicht sehr einfach. Ihr könnt auch den Aufzug benutzen. Der kostet euch aber ein Gold. Ja, man nimmt den Aufzug. Für beide oder für eine? Für eine Fahrt. Da kennt von unten bei Gold. Hä? Er nimmt
aus Prinzip keine vorher bezahlte Rückfahrt an, weil er ja nicht weiß, wer da unten ist. Wer wieder hoch möchte, muss eine Goldmünze in den Aufzug legen. Der Aufzug fährt dann hoch und dann nimmt er die Goldmünze und dann lässt er den richtigen Aufzug runter. Oh mein Gott. So, Leute, die erste Runde geht auf mich. Die erste keine Fahrt macht sie. Seinem Geldbeutel und dann sagst du das. Okay. Eigentlich wollte ich gerade sagen, ich habe gesunde Beine und laufe, aber nee, dankeschön. Ja, du kannst schalte ein. Ja. Also, dieser Tunnel, darunter ist an der Mountain, geht einiges runter. Ne? Also wirklich einiges. Pro Person. Was denn? Der Preis ist ja pro Person. Ja. Mhm. Ich muss mal eben einmal ganz kurz nochmal reinschauen. Der Undermountain. Ich hätte wahrscheinlich davor noch Vorräte gekauft. Ja, ihr könnt noch eben. Ich will mal eben ganz kurz gucken. Reicht das, wenn ich das bis zur nächsten Sitzung an dann Eintrag, alles, was ich gekauft. Ja, das reicht hat. Dann. Ich muss nur eben einmal ganz kurz schauen. Genau. Der ist nämlich. Der Tunnel, also der runterführt, das Portal ist 40 Fuß im Durchmesser und geht ein paar hundert Fuß runter. Auf jeden Fall gebe ich euch den ersten Bereich frei. Yay. Den ihr sehen dürft. Und dann ziehe ich euch rüber. Und dann könnt ihr schon erkennen, wie groß dieser scheiß Dungeon ist. Oh, Timo, soll ich mal was sagen? Du hast... Honey? Ja? Irgendwie habe ich es vermisst. Ja, ich auch. Aber irgendwie auch nicht. Naja, Kilian meinte das damit, er hat das Ding schon gespielt am Tisch. Zumindest zu einem gewissen Grad. Wir haben, glaube ich, in Ebene 3 aufgehört. Nee, wir waren ein bisschen weiter. Ich glaube, wir waren bei 5 oder vielleicht sogar schon 6. Nee, nein. Ihr seid nicht mal bis Ebene 3, ihr seid nur bis Schädelhafen und Ebene 2 gekommen. Ebene 3 waren wir, meine ich. Aber wir wollten zu Ebene 4. Ihr habt Ebene 3 gerade betreten, genau, und dann haben wir aufgehört. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Einige Spieler beschweren sich über die Größe des Dungeons, wo sie jetzt gerade bei mir sind. Also ganz kurz, damit ihr euch vorstellen könnt. Also jeder, der Flipchart-Papier kennt, ne? Was? Flipchart, das sind diese, aus amerikanischen Filmen kennt man das auch ganz oft, wenn irgendwo so Präsentationen in Firmen sind, diese aufgestellte Tafel mit den Kästchenpapier. Aus der Schule kennt man das auch bestimmt. Ja. Also, ja. Oder auf Ausschulung. Das ist ein Flipchart. Die erste Ebene passt, wenn ich die nachzeichne, auf 9 Stück davon. Ja. Das sind doch diese Papiere, die du mit hast. Ja. Immer. Ja, genau. Ja. Ich brauche 9 Stück davon. Ja. Für die erste Ebene. Für die erste Ebene. Für die erste Ebene brauche ich 9 Stück davon. Ja. Hilfe? Alter. Und das ist die erste Ebene von über 20, die ihr durchforsten wollt. Ach du. Okay. Wir haben uns da was ganz Großes vorgenommen. Mhm. Und ich freue mich. 20? Und ich habe gar nicht, was 20 will. Und ich freue mich, dass wir das machen. Und meine Frage ist, möchtet ihr hier jetzt um 10 Uhr schon aufhören? Ja, super. Ja. Dann machen wir nämlich jetzt den Cut, mit dem, dass ihr das erste Mal das hier betretet. Und dann erinnert mich bitte an den Reminder, dass ihr die Raumbeschreibung bekommt. Okay, warte. Und dann schaue ich mal eben, was Raidiro sagt. Was ich hier so reden kann. Raiden. Was ist denn hier? Geht das? Dadurch, dass ich nicht weiß, wie man Reminder schreibt, habe ich jetzt einfach in Großbuchstaben. Oh Gott. Kann man immer jemanden Gefallen tun und kann man bei der Kamikaze Dungeon Show reingucken, ob die schon wieder beenden oder ob die noch spielen? Ich möchte da nicht wieder raiden, wenn die aufhören. Moment. So. Jetzt. Jeder weiß, womit wir aufgehört haben.
Schein zu spielen. Okay, dann schicke ich euch darüber. So, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also, ich sag das immer so früh und dann sind das immer noch 10 Sekunden. Ah, ja. Gurkenacht. Gurkenacht. Meine Umfrage gab es nicht, ich muss mich noch beschweren. Oh. Dafür Punkte ausgegeben. Vorschlagen bedeutet nicht, dass sie durchgeführt wird. Sind eure beiden